Unglaublich, auf diesem Dach hier ist die allererste mobile Starlink-Schüssel. Da oben ist sie mit drauf und schon musste man etwas modifizieren, denn so wie sie da jetzt ist, das ist ziemlich einzigartig, wie sie montiert ist. Hier ist der Philipp von AlphaVan. Grüß dich, Philipp. Hey, servus, willkommen beim AlphaVan. Ja, du baust unglaublich schöne Reisemobile, muss man sagen. Das sind Schlechtwegefahrzeuge, die man unglaublich gut benutzen kann in allen Situationen, wo Allrad gefragt ist. Ja. Muss es Allrad sein oder würdest du sagen, wenn schon, denn schon? Also wir bauen auch nicht Allrad, Heckangetriebene, aber klar, wir sind in einer ganz speziellen, Segment und 80% der Kunden sagen einfach, wenn sie sowas bestellen, dann bestellen sie All-In und inklusive dem Allrad. Ja, du baust die Fahrzeuge so, als wären sie für dich selber, genau. Das sieht man und du bist begeisterter Ausbauer. So ein Ausbau dauert wie viele Stunden ungefähr, der jetzt hier drin steckt? Ja gut, also wir bauen 15 im Jahr, wir bauen immer zwei parallel, dauert ungefähr 10 bis 11 Wochen für zwei Fahrzeuge, also da ist ganz viel Zeit drin. Klar, es ist aufwendig, wenn man sehr viel Handarbeit anlegt. Ich meine, Thema Isolierung, wenn man in so ein Segment geht, muss perfekt sein. Allein eine Woche für Isolierung und Dämmung, dann weiß man auch, was da für eine Qualität rauskommt. Ja, das ganz Wichtige ist, du baust es so, als ob es bei Mercedes-Benz in der Preisliste stehen könnte, sage ich jetzt mal. Das heißt, du hast ganz viele Produkte von Mercedes-Benz eingesetzt, die ganz wenige einsetzen, weil das gar nicht so easy ist. Unter anderem hast du ein M-Bug. Genau, Mercedes-Benz Advanced Control, klar, ich habe eine Geschichte von Mercedes-Benz. Ich war 20 Jahre in Mercedes-Benz, kenne das Fahrzeug in- und auswendig und ich bin auch überzeugt von der Technik, die drin ist. Ja, das ist ein Auto, das ist im Einsatz zum Beispiel der irgendwelche Behörden, zum Beispiel Bundesgrenzschutz benutzt das. Es sind, ich sag mal, Nutzfahrzeuge, die im harten Einsatz sind, die gar nicht für Reisemobile gebaut worden sind. Ja, das ist, ich sag mal, als Anwendung Reisemobil kriegt man hier ein ausgewachsenes Fahrzeug, mit dem könnte ich jetzt richtige Lasten transportieren, zum Beispiel auf einer nassen Wiese. Ich kann damit alles machen, oder? Ja, es ist absolut genial. Also klar, als Allrad sowieso, wir haben den getestet in der Hießgrube. Da glaubt man teilweise gar nicht, was physikalisch möglich ist mit so einem Allrad. Das ist krass, der neue Allrad. Ja, genau. 4MATIC aus dem PKW rübergebracht mit dem neuen Neugang-Automatikgetriebe. Super Kombination. Ja, hat ja auch, ich sag mal so oder so ähnlich, haben das große Anbieter auch im Programm, wo die natürlich die Profis sagen, jetzt hat er keine drei Sperren mehr, hat er eh nie gehabt, ja, muss man sagen. Er hatte einen zuschaltbaren Allradantrieb. Genau. Ich glaube mit Hecksperre, das war alles. Genau. Der kann jetzt noch mehr, oder? Also es ist ein Permanentallrad, wo im Prinzip die Kraft direkt auf die Räder verteilt wird. Ganz ehrlich, das Gesamtsystem, elektrische Lenkung war ja vorher eine mechanische Lenkung, Neungangautomatik, die spritzige ist halt eine Siebengangautomatik, ein effizienter Vierzylindermotor. Also wir sind absolut begeistert davon. Er fährt sich nicht wie ein Allrad. Er fährt sich wirklich wie ein Hecktriebler und das ist auch eine Sache von Komfort und Luxus und für uns passt es jetzt so wirklich extrem gut zu dem Ausbau, der ja auch sehr hohe Qualität hat hier bei uns. Ja, du hast viele Sachen hast du ergänzt, die ich sofort einbauen würde, wenn es nicht so wäre. Zum Beispiel diese Taschen, die hier drin sind, die hängen wahrscheinlich an den Schienen dran, den Airline-Schienen. Ja, genau. Also das ist ein Thema, die hatten wir bisher noch nicht. Die stellen wir heute neu vor, weil die Kunden, die wir bisher haben, die sagen, wir haben hier so viel Platz und wir sind ja extrem flexibel. Aber es kam jetzt immer wieder, wir wollen von euch als One-Stop-Shop, ihr macht es so genial, ihr habt einfach gute Ideen und wir haben jetzt wirklich mit Fitlock zusammen, das sind ja die Magnetverschlüsse, mit denen haben wir die allerneuesten Fitlocks eingesetzt und haben jetzt hier Taschen, die... Zeig mal. Genau, ich will das sehen, weil das ist genial. Du kannst sie wegnehmen, wenn du mal was transportieren willst. Man kann hier unten schlafen drin, oder? Ja, genau. Also das ist ja die Faltmatratze. Die kann man um 90 Grad drehen. Dann brückt man über die Truhen hier, hat dann nochmal eine Liegefläche von 2 Meter auf 1,70. In der Matratze drin sind Goodside-Profile. Das sind glasfaserverstärkte Profile drin, also die man auch aus der Bettindustrie kennt. Das heißt, absolut stabil und wir machen es gerade wirklich so. Ich bin selber auf dem P1 drüben. Der Kollege schläft oben, ich schlafe unten bei offenen Hecktüren mit dem Moskitoportal hier unten. Fühlt man sich wie im Zelt und ist sehr gemütlich. Hier unten. Okay. Oben ist nämlich auch noch ein Bett, muss genau, man dazu sagen. Das ist Festbett, Längsbett, damit man nichts umbauen muss, wenn man ankommt. Also es können wirklich 4 Personen haben. Genau. 4 eingetragene Sitzplätze, 4 Schlafplätze und trotzdem halt dieser Stauraum, den man hier hat. 7,36 Meter, es ist der längste, oder? Das ist der längste, den es gibt. Klar, dann kommt noch die Anhängerkupplung dazu, die wir eigentlich fast immer mit anbieten. Genau. So, die Tasche, warte mal. Also im Prinzip einfach vom Aufbau. Wir haben 2 Halter oben an der Airline-Schiene, 2 Halter unten an der Airline-Schiene. Und die Halter haben oben drin Magnetverschlüsse. Und über diese löse ich die Magnetverschlüsse. Dann hören Sie gleich einen Klack. Tasche kommt runter. Jetzt hebe ich sie hinten raus. Ich habe hinten auch einen Magnetverschluss. Nach oben weg. Moment, nehme ich sie hier. Nach oben weg. Das war's.
Jetzt habe ich meine Tasche und hier sieht man jetzt die Halter. Das Gemeine, hier war auch noch was hochgestellt. Das ist nämlich zum Batteriesystem, worauf wir gleich mal kommen. Und jetzt hast du Platz. Genau. Also bisher war es immer so. Und wie gesagt, die Kunden haben einfach gesagt, ich will eine Kofferlösung, die nehme ich mit nach Hause, kann sie dort bestücken, ist auch eine ordentliche Größe. Ich meine, hier kriegt man schon ordentlich was rein. Und wenn ich es dann hier habe, ist es aufgeräumt. Der Platz ist optimal ausgenutzt und ich kann trotz der Taschen halt immer noch die Matratze brücken. Hast du die selber gebaut? Die haben wir selber entwickelt, genau. Würdest du die einzeln verkaufen? Es ist natürlich immer so eine Sache, die Airline-Schienen müssen natürlich passen. Also grundsätzlich, wir wurden auf der Messe schon echt oft angefragt, weil so Taschensysteme gibt es nicht oft. Und hab ich jetzt gesehen bei Adria, die haben auch so Taschen. Hast du die gesehen? Genau, ja. Sind auch Fitlocks. Wir haben die neueste Version von den Fitlock-Anschlüssen, also die Magnetverschlüsse hier. Hier sieht man auch nochmal ganz gut, wie das System funktioniert. Die Magnete finden sich und über den Riegel entriegel ich die zwei. Mhm. Und das ist das Neueste, was von Fitlock jetzt auf den Markt gekommen ist. Und das System ist einfach genial. Fitlock setzt es hier ein bei so Helmen, für Fahrradhelme, das relativ einfach die Magnete, die Verschlüsse sich finden. Achso, die kamen gar nicht auf die Idee zunächst, oder wie? Also, nee, mit Adria haben sie das auch schon gemacht, aber die entwickeln sich immer weiter. Und wir wollten schon immer, wenn wir so eine Lösung machen, muss sie intelligent und smart sein, die muss zum Fahrzeug passen. So, und das habt ihr gemacht hier genau. Unten? Genau, man sieht schon, das sind noch Prototypenteile, die sind nicht beschichtet. Aber war wichtig, dass wir die Prototypenteile hier auf der Messe haben. Und wir haben jetzt schon den ersten Kunde, einer unserer ersten Kunden, der hat das System gesehen und hat gleich 6 Taschen bestellt. So geil. So, jetzt gehen wir mal kurz auf das System ein. Du hast dir lange Gedanken gemacht, wie muss so ein Grundriss von so einem Campervan überhaupt aussehen, sodass die 7,40 Meter nicht komplett verballert werden. Also es geht auch viel schlechter, muss ich sagen. Du kannst auch einen 7 Meter Van nehmen, auch einen Mercedes-Benz, und da können noch nicht mal 2 Leute richtig drin schlafen. Richtig, ja. Du hast dir Gedanken gemacht, 4 Leute mit Komfort. Magst du mir das mal zeigen mit der Matratze? Ja, klar. Dass wir das vielleicht mal kurz auf die Batterie, genau, die machen wir gleich zu. Genau, die machen wir gleich zu, genau. Also letztendlich hier haben eine große, das ist die neueste Lithium-Ionen-Batterie von Super B, 340 Amperestunden, wir sind gasfrei. Super B heißt der Hersteller. Genau, Super B, wir sind gasfrei. Ist für uns einfach momentan das modernste und beste Konzept. Absolut autark mit 290 WP auf dem Dach, funktioniert das ohne Probleme. Also nochmal, das ist 340 Amperestunden in dem Formfaktor? Glaubt man gar nicht, ja. Also genau, die vorige Version war 210 in dem Formfaktor und Super B hat jetzt wirklich 60% Energiedichte zugenommen im gleichen Formfaktor. 33 Kilo, genial. Was ist da drunter, der Booster? Genau, das ist der Lade-Triple Charger von Motronic, setzen wir bei uns ein. Genau, also Ladebooster während dem Fahren, Solar auf dem Dach oder halt bei Landstrom. Unglaublich. Also dann die ganzen Möbel, die baust du selber? Wir arbeiten mit der Firma Föhringer zusammen. Also wir haben es komplett in 3D designt, in Katia. Und klar, das ist ja ein ganz neues Möbelverfahren. Das ist eine Sandwich-Bauweise. Da muss jeder Schraubpunkt, jedes Profil muss einfach passen in 3D. Und der Föhringer produziert die Einzelpaneele für uns. Wir haben einen Schreinermeister bei uns und komplettieren dann die Möbel. Was ist das für ein Material? Man sieht es ja. Das ist ein EPS-Kern, also komprimiertes Styropor, 2 HPL-Schichten, 0,9 mm, sehr hochwertig. Und außen ist PU-Verguss, das heißt, es wird eingespritzt, härtet aus und wird dann CNC gefräst. Damit natürlich absolut wasserdicht. Das ist genial für uns, auch so ein Thema Wasserdichtigkeit, nicht mehr holzbasiert und natürlich viel leichter. Es ist halt 50% leichter, weil wir es im kompletten Möbelsatz einsetzen, sparen wir ungefähr 150 Kilo für über das ganze Fahrzeug. So, ich weiß ungefähr, was die Felge kann. Was kann denn das Auto? Ich glaube 4,1 Tonnen, 4,1. Das ist das Gesamtgewicht. Durch den Leichtbaumöbelsatz haben wir aber jetzt hier noch eine Zuladung von 700 Kilo. Das muss man sich mal vorstellen. In so einem 4,1. Was ist da mit drin, den 700 Kilo? Der Fahrer der ist schon mit drin. Also der ist mit drin, Tank mit drin, wie man das kennt. Genau, Tank natürlich mit 20 Litern. Also wir haben ja auch diese Begrenzung 20 Liter, aber ab dann 700 Kilo, 90% Diesel natürlich. Mhm. Und 700 Kilo ist genial, weil wir haben ganz viele Kunden, die sagen, die Garage eignet sich ja sogar dafür, ein Motorrad da reinzustellen. Mhm. Würde gehen, geht auch. So, ja. Das ist ganz wichtig. Elektromotorräder wären hier natürlich zu bevorzugen, weil sie nicht stinken. Das ist der Vorteil. Wir sind dicht. Also die ganze Tür, die ist hier gummiert. Ist dicht. Ja, genau. Okay. Genau. Und die Platte, die Bettplatte hier oben drauf ist auch dicht. So, also das habe ich soweit verstanden. Ist hier Stauraum da drunter? Nee, hier ist die Technik drin. Also klar, ab hier fängt die Batterie an. Hier ist der große Spannungswandler. Sag mal, du machst das gut. Wer ist denn zuständig hier für die Elektrik bei euch? Der Kollege Stefan, mein Mitbegründer und Mitgeschäftsführer, der ist ein absoluter genialer Entwickler und es ist genial, was er macht. So, das heißt, ihr liefert das auch aus hier mit der Scheibe, dass der Kunde auch mal reingucken kann? Das haben wir jetzt für die Messe gemacht, weil wir einfach sagen, das ist klar der Kern unseres, das Herz unseres Energiekonzepts. Das ist auch geil, die Scheibe. Ich finde die cool. Eigentlich schon, ja. Aber normalerweise ist hier ein Panel drüber, dass man nichts sieht. So, dann habt ihr hier so ein kleines Teil gefräst, gelasert? Das muss einfach passen. Das war bis letztes Jahr noch nicht gelasert, aber wir haben natürlich ein schönes Logo. Das wollen wir eigentlich immer wieder, dass man es immer wieder sieht. Boah, das ist ein fettes Teil. Ich wusste ja, genau, gar nicht, dass 3 kW, Dometic, Spannungswandler. Wir kochen ja vorne mit Strom, also das Induktionskochfeld. Und es braucht bis zu 2 kW. Und dann brauchen wir den auch. Also der ist schon
gut. Dann FI-Sicherungskonzept. Das Truma-Panel, eigentlich bedienen wir zwar über die Mercedes-Benz Advanced Control, aber das Truma-Panel brauchen wir immer noch als Backup. Ordert auf Truma, was absolut okay für uns ist, weil der Kunde hier noch hinkommt. Und hier nochmal einen 12-Volt-Schalter, dass man alles nochmal ausschalten kann. Okay, das heißt, du kannst die ganze Fahrzeugelektronik komplett abschalten. Genau. Was wichtig ist, glaube ich, dass der Kunde nicht irgendwas suchen muss oder so, Kriechstürme und so. Genau, genau. Und hier drunter ist dann die MBAG, das ist ja dieser Zentralrechner, der würde hier drunter setzen. Das heißt, auch im Servicefall total einfach, man muss nur dieses Panel hier ausheben und hat die komplette Sicherungen, den Mercedes-Rechner, alles da. Wie ist das da mit der Hitze hier beim Wechselrichter? Das geht? Überhaupt kein Thema. Das Einzige, was wir hier haben, ist dieses Gitter für das Ladegerät. Der ist kein Thema. Gibt es einen Nachtmodus eigentlich fürs ja, Laden? Beim Charger, dann springt er allerdings, das ist ein Silent-Modus, dann springt der Lüfter nicht an. Beim Spannungswander noch nicht, aber wird, glaube ich, gerade entwickelt. Wird entwickelt, weil du bist ja genau drauf. Ja. Genau, das ist so genau, wenn du hier schläfst, bist du drauf. Gut, ja. So wie ich dich kenne, würdest du den Schalter einfach da drehen, wenn du notfalls. Cool. Ja, ich bin ganz begeistert. Das richtige Highlight ist natürlich, wenn wir uns gleich mal sehen, Starlink. Hast du ein Notebook dabei? Das war auf das. Nee, aber eine App. Ist eine Starlink-App, können wir gleich mal genau. Kann man sagen, dass sie sich mal dreht und so. Wie bist du drauf gekommen mit Starlink? Gut, ich meine, wir sind hochtechnologisch, ich meine, alles ist vernetzt. Wir haben die MBAG Smart Home Panel. Ich selber war bei Mercedes in dem ganzen Connectivity-Umfeld, Smart Home. Und Starlink ist für uns so die nächste Version. Wir haben hier ehrlich gesagt auch auf dem Fahrzeug eine 4G-Antenne und einen SIM-Karten-Router von Teltonika drin. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen den nächsten Schritt gehen. Wir sagen, hier sind wir autark mit Solar und Batterie und Satelliteninternet. Keine Infrastruktur, man ist trotzdem autark. Auch schneller, muss man sagen. Also es ist sauschnell. Und genial. Sag mal, wenn ich jetzt hier zu bin und entsprechend eingeschlossen, hast du eine Notentriegelung nach hinten oder kannst du einfach hier die Tür öffnen? Also die Tür geht ehrlich gesagt nur von innen auf, ja. Aber die hintere Tür haben wir natürlich, man kann jede Tür von innen öffnen. Bei Mercedes? Genau. Okay, sehr genau. Was ist so gut an Mercedes? In zwei Sätzen, kurze Antwort. Gut, die Mercedes, die Sprinter-Technologie, der neue Sprinter ist ja 2018 auf den Markt gekommen und basiert auf Pkw-Technologie und Millionen Pkw-erprobte Technik, lange erprobte Technik und absolut stabile Technik. Daher, du meinst Elektronik. Genau, Elektronik, genau. Genau. Ist so. Die ganzen Verteilergetriebe und so weiter, ja, ist das professionell bei Mercedes? Absolut. Also wir sind begeistert, Zusammenarbeit ist sehr gut. Mhm. Und klar, wir sind ein kleiner Player und trotzdem arbeiten wir so gut mit Mercedes, da sind wir sehr zufrieden. So. Wir waren sogar letztes Jahr auf dem Messestand von Mercedes. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Hier hast du ein Fensterchen eingebaut. Genau, weil klar, letztes Jahr hatten wir die noch nicht. Und die Kunden haben gesagt, klar, wenn man hier schläft, wie belüftet man? Und deshalb haben wir die Fenster jetzt hier auch integriert. Kann dann man auch viel, genau. Und wir machen dann auch wirklich viel Kundenwünsche. Auch die Taschen sind eigentlich, die Kunden haben gesagt, die wollen so Taschen. Der eine Kunde, der wirklich immer hier hinten schlafen will, dem haben wir jetzt ein Moskitonetz hinten entwickelt, dass er wirklich bei geöffneten Türen schlafen kann, sich irgendwo hinparken kann. Nochmal ganz kurz, deine Expertise, was hast du gelernt? Also ich bin Informatiker, gelernter Informatiker, habe bei Mercedes lang die Elektronikentwicklung verantwortet beim Sprinter und jetzt mache ich eigentlich eher neue Ideen, Digitalisierung, Marketing, Vertrieb. Du hast die Elektronikentwicklung als Informatiker, das heißt, du musst noch einen elektrotechnischen Hintergrund haben? Oder? Das lernt man dann schon, lernt man und wenn man vor allem begeistert davon ist, dann macht es auch Spaß. Okay, genau. Also wichtig ist, du kennst auch Kabelquerschnitte, ja, du weißt, was HF ist, Skin-Effekt und so, solche Späßchen. Genau, ja. Du hast nämlich das Kabel, glaube ich, von der Starlink durchgeschnitten. Haben wir gemacht, um einfach mal zu schauen, funktioniert es ja trotzdem noch. Ist ein bisschen tricky, weil da sind viele Kabel verschiedene Protokolle. Aber wir sind jetzt mit SpaceX in Diskussion, weil ich glaube auch SpaceX sieht es als einen Markt, der höchst interessant für sie ist. Nochmal, du kennst jemanden da und kannst mit dem reden bei SpaceX. Ja, wie hast du das geschafft? Weil wir die Ersten sind, die sowas machen. Und das finden die natürlich auch cool und vor allem, dass wir uns gleich mit auf eine Messe nehmen. Das ist natürlich für die in Europa auch ein Thema. Ja, ist natürlich jetzt auch deine Entwicklung. Kann ja auch in Kreuzfahrtschiffen, in Booten, in zum Beispiel Omnibussen eingesetzt werden. Ja, das ist also das, was du gerne machst. Ja, bitte einmal Bett. Das ja, total. Ja, genau. Ja, du weißt ja, die Endkunden wollen ja, die interessiert vielleicht gar nicht die Batterie und so irgendwas. Das Panel hier runter, das haben wir hier fixiert, dass es immer offen bleibt. Aber du wirst hier ziemlich gefeiert hier auf der Messe. Die Leute, du bist ja eigentlich im Co-Stand jetzt mit Super B. Aber du kannst nur zwei Autos bauen. Das heißt, ich krieg den nächsten 31 oder wie? Nee, also bei uns ist jetzt gerade so, wenn man jetzt bestellt, Anfang zweites Quartal 24. Okay. Klar, wir haben diese geringe Kapazität, aber wir wollen uns auch die Zeit lassen. Ah, ist so. Okay. Ja. Genau, also letztendlich hier, das ist die Matratze. Ja, da ist übrigens der Tank drin, ich zeig's mal. Du hast eine Tankanzeige eingebaut, eine hochelektronische. Das ist ja das Witzige. Ich meine, natürlich haben wir es auch elektrisch ablesbar, aber manchmal sind das die einfachen Lösungen. Also man braucht eigentlich nur einen Schlitz, wo man das ablesen kann. Geil. Ja. Bitte schön. Genau, also ich habe sie jetzt fixiert. Jetzt nehme ich die Matratze. Drehe sie um 90 Grad. Ja. Und jetzt drücke ich sie hier nach vorne. Komm hier zurück. So, Aufwärtszeit, wie man sieht, eine Minute, Ende. Genau, so. Und jetzt hier Kurzzeitprofile. Du wiegst, ich nehme mal. 50 Kilo ungefähr. Also 100 Kilo.
100 Kilo. Gut, du bist groß, du bist 1,93, das ist der absolute Hammer. Und die federt ein bisschen? Ja, genau, das sind so Kurzzeitprobleme, du kannst auch selber mal gucken, halt so ein bisschen, aber überhaupt kein Thema. Also absolut komfortabel. Und jetzt muss ich das gerade auch noch zeigen, das ist ja jetzt das Geniale, was der eine Kunde wollte. Jetzt haben wir dieses Moskito-Netz hier entwickelt. Ja. Und jetzt liegt er halt hier, ja, bug-free und guckt aufs Meer. Das ist natürlich jetzt schon Luxus, du, oder? Du Fuchs. Ja, das Coole ist, du hast hinten keine Fenster drauf gemacht. Das heißt, du kannst sie um 180 Grad öffnen. Das genau. ist, 270. 270 sind es, ja, genau. Und das ist genial, weil viele Aufbauhersteller haben Fenster drin, da kannst du nicht öffnen und so weiter. Ja, wir haben deshalb keine Fenster, weil wir haben ja immer diese Garnitur dabei und die Stühle. Die wird hinten drauf gemacht. Genau, die sind hier drin, die hängen hier in dem Stuhlhalter drin. Ja, du bist frech. Du hast genau gewusst, dass drei verschiedene Farben, die optisch auch noch zu deinem Auto passen. Sieht gut aus, oder? Sieht gut aus und das zieht die Leute an. Das sind die Kleinigkeiten, oder? Ja, genau. Und wenn es hier ein bisschen windet am Außenstellplatz, dann ist ja ein bisschen. Die Leute haben dich nach dem Halter gefragt. Sind schon einige. Ja. Also ist auch Eigenentwicklung. Ja. So, und da ist der Tisch drin. Wie wird der da eingehangen? Das ist ein Standard-Berger-Tisch, oder? Nee, natürlich auch. Bei uns ist alles Leichtbau. Also wir kaufen Standard-Tisch mit Tischbeinen, schrauben die Platte weg und machen Leichtbau draus. Da vorne ist eine Platte. Zeig mir die mal gerade, ja, dass ich die mal sehe. Also hier. Das ist normales Pappelsperrholz, wie man es kennt. Und hier sieht man ganz gut den Aufbau von dem Wundertec, das wir mit dem Föhringer zusammen machen. Also ein EPS. Wie heißt das? Wundertec. Wundertec. Ja, also V Wundertec macht der Föhringer. Also EPS-Kern komprimiert, zwei sehr hochwertige HPL-Schichten, 0,9 mm. Und das ist genau dieser PU-Verguss, was ich gesagt habe. Wird eingespritzt, härtet aus und dann kann man solche Radien fräsen. Wäre halt holzbasiert überhaupt nicht möglich, weil... Simone, bitte komm mal. Ich brauche mal etwas, was man nicht beschreiben kann, wenn man es nicht erlebt hat. Ja? Wenn du mal gerade das in die Hand nimmst, ja, und mal gerade sagst, was das wiegt. 2 Gramm gefühlt. Ja, aber jetzt mal genau im Gegensatz, das mal in die Hand nehmen, das ist ja gleiche Fläche. Und jetzt mal das gucken. Ist hier die Arbeitsplatte, oder was? Ja, genau. Einfach damit man mal sieht, was der Unterschied ist. Oh ja. Genau, und das ist ein leichtes Holz, das ist Pappelsperrholz, das ist schon ein leichtes Holz. Ja, was und dann, gibt das denn? Also das ist auf gleicher Fläche, das ist bei ein guter Kilo und das sind 579 Gramm, also knapp die Hälfte, die mal leichter sind. Also das wiegt 579? Genau, und das 1033. So, wenn das mal gerade in die Luft so ein kleines bisschen wirfst, so ein ganz, nur einfach nur ein bisschen hoch und jetzt das gleiche mal da machst. Das fliegt gleich weg. Soll es aber nicht kaputt machen. Nee, passiert nichts. So, es fällt schon viel schneller. Ja, genau, ist klar. Das heißt, es kann fast fliegen. Crazy. So, geil, also es sind die Kleinigkeiten. Was habt ihr an Gewicht gespart aufs ganze Auto? Ungefähr 150 Kilo, 150 bis 200 Kilo, weil wir wirklich machen den kompletten Möbelsatz aus Leichtbauverfahren und dann schafft man es. Und dann schaffen wir es wirklich auch, ich habe ja schon gesagt, wir machen ja auch Heckangetriebene und die schaffen dann wirklich unter 3,5 Tonnen. Und immer mit 4 eingetragenen Sitzplätzen, immer mit eigentlich Vollausstattung. Die säuft die Kiste eigentlich? Also ich bin jetzt klar, wir haben jetzt natürlich die großen Delta-Räder mit Grobstollenbereifung. 12,1. Ja, 700 Kilo bin ich Kilometer hochgefahren, 12,1. Ja. Vielen Dank, ich komme gleich zu dir, Simone, denn wir haben eine große Überraschung für dich. Ja. Du hast Highspeed-Internet hier in dem Teil drin und du bist ja, du kannst ja quasi ohne Handy gar nicht mehr leben, ist ja so, oder? Ja, kann man schon sagen. Bis gleich. Genau, du kannst ja schon mal einloggen, ist Alpha Centauri, heißt der Hotspot. Und Passwort ist Alpha Van, also kleingeschrieben. Alpha Van kleingeschrieben. Ja. So, komm, zeigen wir gleich mal. Denn du warst nämlich so nett und hast den ganzen Platz hier direkt mal versorgt, ja, damit man ordentliches Internet hat. Das ist ja oft das Problem. Du hast denn irgendwie Internet, dann sind auf einmal 5000 Leute hier und die Uploads, die, ich sag mal, Download hast du meistens, ja, aber ja, du hast ja auch hier bei Starlink richtig Upload. Genau, also wir müssen nachher mal schauen. Also das schwankt immer so ein bisschen auch, wie die Satelliten gerade stehen. Wir gehen mal hin, wir machen das mal. Genau. Dass wir das mal sehen. Ganz kurz die Dämmung. Du bist gerade eben gesagt, du machst irgendwie ein Jahr nur Dämmung am Auto. Ein halbes Jahr. Nee, also letztendlich, klar, Dämmung, 40 mm Sand. Boden. Damit ist der Boden optimal gedämmt und weil wir die Höhe haben, können wir uns halt die 40 mm leisten. Es ist nicht einfach nur 12 mm Spanplatte, sondern es ist wirklich gedämmt. Winterfußbodenheizung brauchen wir nicht? Brauchen wir nicht. Wir haben die Truma-Heizung, Luftheizung, das funktioniert. Also Füße kalt ist nicht, kein Thema. Genau. Also man sieht ja die ganzen Luftauslässe um den Sitzkasten rum, das funktioniert alles. Also wenn einer unbedingt will, elektrische Fußbodenheizung wäre... Haben wir bisher noch nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Also wir brauchen es nicht. Genau. Okay, sehr schön. Ja, ich wollte nur mal erwähnen. Genau. Ja, ich bin ja so ein kalter. Genau. Dann Fliegengitter, original? Genau, also Horex-Fliegengitter setzen wir ein über komplette Breite, gehört dazu. Gibt es auch bei Kabel, habe ich das gesehen, das Gleiche. Das ist ziemlich gut, es gibt nicht so viele Fliegengitterhersteller genau, für den. Das ist gar nicht so einfach, aber passt perfekt für uns. Wir haben natürlich hier spezielle Adapter auch angefertigt, dass es auch wirklich gut passt, ja, auch funktioniert.
Hast du dir die langen Mercedes mal angeguckt, so die Wettbewerber so ein bisschen? Klar. Ja. Also ich bin ja ein Kabel gefahren, das hier ist ein anderes Konzept, aber er kostet auch übers Doppelte. Das heißt, der Schmalz ist teurer. Ja, genau. Letztendlich, ich meine, wir haben ja schon einige Kunden, wir haben jetzt sogar unseren ersten Kunden, der hat gesagt, er kommt dieses Jahr nochmal, weil er ursprünglich wollte mal das Concept-Car von Hummer, den Venture S, der ist ja jetzt da, den wollte er sich unbedingt anschauen. Und er kam vorgestern und war immer noch total happy, dass er immer noch einen Alphawagen hat. Also daher, passt. Wir sind ein anderes Konzept, wir machen ein paar Sachen anders und das passt schon. Das kannst du nicht vergleichen. Also Thema Klappern. Genau. Also unglaublich. Einerseits dieses Leichtbaumaterial, das sorgt auch dafür, dass es ein ganz anderes Fahrgefühl ist. Ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich auch im Video nicht. Wenn man allein hinten im Bett liegt und vorne miteinander spricht, muss man relativ laut sprechen, weil der so extrem gut dämpft. Und wenn wir nachher mal in die Klappen reinschauen und die Profile, jedes Profil ist natürlich gummiert, sitzt ganz satt in den Klappen. Also der fährt sich in den PKW. Da sind wir echt. Das Beste für uns ist immer, wenn Kunden mit einem Wettbewerbsprodukt bei uns ankommen, eine Probefahrt zu machen. Danach wissen sie, warum wir auch in dieser Liga spielen. Einstieg hier, die ist sehr flach, oder? Die genau, Stufe. Können wir gerade mal reinfahren. Die haben wir letztes Jahr gesehen und wir wollten einfach was, wo wir keine Bodenfreiheit verlieren und wollten was gut aussieht. Gar keine? Jo. Wie geht das dann? Zeig nochmal, mach mal raus. Ja, machst du wieder raus. Genau, und das passt perfekt zu uns. Das gibt's doch nicht. Ja, genau. Die ist weg? Ja, genau. Von wem ist sie? Von Alpha Dynamic, auch ein deutscher Hersteller. Und geniales System und ist weg. Designtechnisch ist es natürlich, passt super gut dazu. Mach nochmal rein, ich glaub's ja nicht. Ein bisschen, aber ist es so, der tiefste Punkt ist ja ein anderer hier. Ja, genau. Ja, das cool. Das heißt, die fährst du dir schon nicht weg. Du würdest sagen, hier bei der Fahrzeuglänge Radstand, ein Rockslider, hast du schon mal verbaut? Nee, haben wir bisher noch nicht verbaut. Ich meine, ich sage es immer, wir sind ein Expeditionsfahrzeug. Man kann damit einiges machen, aber also Island, glaube ich, wird ohne weiteres funktionieren. Wenn man dann die ganz tiefen Furten macht, muss man schon wissen, dass ich ein Lieber haben muss. Rebel AT, ist das deine Wahl? Ja, einfach deshalb, weil es ein guter Mix ist, ist aber auf der Straße gut. Der BF Goodrich ist da, ja, ist auch ein guter. Habe ich jetzt gerade, ja, deswegen, ich habe den gerade auf dem Hilux. Er ist gar nicht so laut, wie Leute sagen. Ja, aber er schluckt noch mal mehr und für uns ist der Grabber einfach der bessere Kompromiss. Sehr schön. Er sieht nicht so fett aus, muss ich sagen, aber wer sich auskennt, wir gehen mal kurz rein, ist hier auch eine Einstiegshilfe oder bist du ein Mann? Ich meine, gibt's und wir haben auch schon erst Kunden, der es gern hätte, aber haben wir einfach noch nicht angeboten. Hallo Simone! Hallöchen! Wollten Leute schon hier rein? Ja. Und was hast du gesagt? Nö, geht nicht. Der Kollege von ihm hat sie dann weggeschickt und hat gesagt, wach hat das Auto. Ah, das ist schön. Ja, hier vorne siehst du schön, also das ist jetzt Standard, da habt ihr nicht viel gemacht, weil ich glaube, da kommt es nicht drauf an, dass da jetzt Bling Bling und Leder und so weiter. Die wichtigsten Sachen müssen funktionieren. Ne? Genau, also letztendlich, wir sind ein offizieller Partner von Mercedes-Benz. Alles, was wir können, machen wir, aber gerade eine Belederung mit einer Instrumententafel, wo Airbags drin sind, ist nicht ganz ohne weiteres. Daher ist es noch Standard. Wird natürlich gut dazu passen. Ich glaube, man darf die Fahrzeugtüren nicht dämmen. Ist das so? Weshalb? Also hier da vorne irgendwie aus Sicherheitsgründen. Nee, also wir dürfen und vor allem wir machen es hier. Wir haben ja die dicke Jenot-Anlage drin und wenn wir den nicht ausgeschränkt so, hätten, ist, also sonst hätte man den Bums hier nicht. Alubutyl, sage ich nur, ist dein Freund. Wenn du mal gerade zumachst und mal ein bisschen draufhaust, ich will mal hören. Sehr schön. Also es klingt normal hohl, wer das kennt. Genau, und jetzt ist es wirklich satt. Also als ich das eben gesagt habe, dass damit so, ich sag mal, UPS und DPD-Fahrer mit rumfahren, das sind, ich sag mal, die gleichen Autos basismäßig, aber hier ist doch schon ein bisschen was anders. Du kannst viel bestellen bei Mercedes. Wie gehst du da vor? Weil das Konfigurieren ist gar nicht so einfach. Nee, also wir haben eine Standardkonfiguration, die heißt im Prinzip All-In. Also klar, wer in so ein Segment reingeht, der hat auch das Basisfahrzeug voll ausgestattet. Bei uns gibt es auch nicht die Option, dass jemand sagt, hey, ich will zum Beispiel die Distronic nicht. Das ist bei uns standardmäßig mit drin. Gesehen, du kannst den Van in Amerika anders ausstatten. Ja. Die haben viel geilere Ausstattungen. Ja. Wenn du mal gerade aufmachst, die haben zum Beispiel die Sitze, die habt ihr jetzt geändert. Was sind das für Sitze, die Original? Das sind die Originalsitze. Die habt ihr beledert. Ja, genau. Also weil wir einfach sagen, die Originalkomfortsitze, die hat Mercedes ja so entwickelt, dass klar, Sprinter, Langstreckenfahrzeug, vom Sitzkomfort extrem gut. Wir nehmen den Stoff runter, haben einen super guten Sattler an der Hand und mit dem beledern wir sehr straff nach unseren Mustern und das funktioniert richtig gut. Aber die haben die in Amerika mit elektrischen Sitzen ab Werk, kannst du die bestellen. Die haben es bei uns auch. Auch? Ja, nur dann sind sie nicht drehbar. Das ist okay, cool. Verstehe. Genau. Ja, die waren drehbar, die ich gesehen habe. Okay. Einer, die modifiziert. Okay, ja. Das ist so der. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja in Deutschland und das Ganze ist ja hier da. Die Motoren, muss sagen, da ist jetzt 170 PS drin? Nee, 190 PS. Also das ist der neue Vierzylinder in der höchsten Leistungsstufe. Der geht richtig. Richtig also, gut. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, das Thema Kombination mit dem Neuengang Automatikgetriebe, das ist von unten raus sowas von spritzig. Das glaubt man gar nicht in einem Sprinter. Also ich habe einen nicht schlecht. Ja, genau. Ja, das merkst du gar nicht. Also es ist wirklich so. Aber ich muss sagen, ich bin den Cabo 170 gefahren, der geht richtig. Also kein Vergleich zum 163 PS, der vor
drin war. Bist du mal gefahren vorher? Ja, genau, bin ich. Ja. Der ist nicht schlecht, aber... Ja. Ah, und der 190 PS, sagst du, der im Vergleich zum V6? Gut, also letztendlich, das ist ein 4,1-Tonner. Ich bin den hier hochgefahren, 700 Kilometer auf der Autobahn. Ja. Geschwindigkeit 100 davon, mal 100 mal 110. Und so einfach mit der Schaltung zusammen. Also geht super gut. Also in der Stadtverkehr sage ich, er ist viel spritziger als der Sechszylinder. Da merkt man es ja so. Ich bin natürlich jetzt noch nicht einen Alpenpass mit einem schweren Hänger gefahren. Bringt ja eh nichts mehr, es gibt ja keine mehr. Aber ich wollte es nur sagen, weil immer wieder das Thema, der bei V6. Bei uns ja auch, aber ich bin mittlerweile echt überzeugt davon. Ich habe den jetzt echt schon viel getestet, das Gesamtsystem. Und es ist ein super gutes Gesamtsystem. Also ich war selbst mit 170 PS schon sehr zufrieden. So, 1,90 Meter bist du groß. Ist das ein Problem, hier fahren mit 1,90 Meter? Nee, also richtig gut, klar. Ich meine, wenn ich mich reinsetze. Ich habe ja bei anderen Herstellern manchmal das Problem, dass ich immer die Windschutzscheibe, die hört so auf Stirnhöhe auf und dann ist es echt ein Thema. Hier du kannst nicht mal rausgucken. Ja, genau, genau. Komm, wir gehen mal rein. Ja. Machen wir zu. Stopp, andere Seite und einmal zuschlagen, bitte. Ja. Nochmal. Das klingt gut. Ja, gell? Satt. Oh, ist das geil. Ich kenne das nur so klong. Ja, genau. Das ist so der. Ja. So, komm mal auf die Fenster, echt Klaus? Nee, es ist Kunststoff, doppelt. Gewicht. Gewicht. Wir gucken überall auf Gewicht, aber trotzdem super gute Isolationswerte. Ja, wichtig ist ja, man kann sich übrigens für Echtglasfenster, ich glaube, 7-mal Kunststoff kaufen, wenn sie kaputt sind. Ist das so? Genau, ist so. Hast du viele Probleme eigentlich mit Fenstern? Nee, noch ehrlich gesagt noch nicht ein einziges. Und klar, ich meine, es gab ja keine Fenster. Das war Salzfenster oder so? Haben wir eigentlich relativ gut hingekriegt. Also hat jetzt, wir sind nie stillgestanden wegen Fenstern. Steht auf Gas? Nee, wir sind gasfrei. Ist die neue Truma Dieselheizung, die ganz neue. Die ganz neue, weil die übliche Truma Diesel hat so einen, ich sag mal, fürchterlichen Grill und das genau, hier sieht das aus wie Gas. Genau. Wir haben einen Außenkamin geändert. Das ist die ganz neue mit der Höhenapplikation. Auch das erste Fahrzeug, wo wir es aufgebaut haben. Auch natürlich steuerbar über die MBAG. Der ist gerade erst fertig geworden? Ja, genau, vor 4 Wochen. Und dann natürlich noch ein paar Feinheiten, die dann nach und nach reinkamen. Das Starlink ist wirklich erst 2 Tage vor Messe fertig geworden. Genau. So, du glaubst gar nicht, was ich für dich tue. Wir haben 26 Minuten, wir waren noch gar nicht drin. Das hier ist eins der besten Sprinter-Ausbauten, ohne Witz, die ich je gesehen habe. Habt ihr das Fahrwerk irgendwie modifiziert? Nee, es kommt original so, weil wir einfach sagen, ich meine, wir haben es getestet und für uns, was sollen wir noch modifizieren? Und wir wollen auch nicht dem Kunden irgendwas bieten, wo man dann, wenn irgendjemand was modifiziert, da geht was kaputt, dann sind nicht wir der Ansprecher, nicht der Mercedes, und er muss zu einem Dritten und das wollen wir nicht. Blattfedern hinten? Genau, die ganz normalen Standardblattfedern, wie sie aus dem Werk kommen. Ist der denn vom Gewicht her so, dass er gut fährt mit den Blattfedern? Man kann ja, ist er nicht bretthart oder so? Nee. Nee, überhaupt nicht. Also wir sind zufrieden, kann ich auch echt immer nur empfehlen, mal selber zu fahren. Er fährt richtig gut, also ich kann da überhaupt nichts zu sagen. So, jetzt geht's rein. Ach so, eine Kassettentoilette. Du sagst aber, es gibt alles bei dir, oder? Nee, also momentan haben wir wirklich nur die Kassettentoilette, weil wenn wir nachher uns mal das Badezimmer anschauen, wir wollten ein extrem cleanes Bad haben und das ist momentan einfach von der Raumaufteilung noch das Beste, was es gibt. Wir gucken ganz klar das Trenntoilettenthema an und wenn es eine Lösung gäbe, was in unseren sehr cleanen Raum reinpasst, dann sind wir die Ersten, die es machen wollen. Wir haben die Lösung heute noch nicht. Aber ich habe einen neuen Toilettenzusatz entwickelt. Den bin ich gerade am Testen. Okay. In Verbindung mit der großen Porta Potty. So, der kommt auf den Markt nächste Woche. Okay. So, der ist made im Saarland, der ist ohne Witz, ja, weil wir immer diesen Chemiegeruch, das kennst du. Du musst eigentlich die Zusätze im Gasfach aufbewahren, aber du hast ja kein Gasfach, weil es ist diffundiert durch die Kunststoff, also dieses Blue Chem. Genau. Wir haben jetzt so eine Green Tabs auch von Dometic, die da die riechen gut. Ein bisschen besser, genau, du wirst nachher drin riechen. Also, ich habe es geschafft. Cool. Das Zeug funktioniert. Ich habe es jetzt seit einer Woche drin und sind wir interessiert. Und ich habe alles reingemacht, was ging, ja. Okay. Also in jeglicher Hinsicht, ja. Und es riecht immer noch nach Veilchen. Und es ist wirklich der Hammer. Und du kannst es wegkippen in die ganz normale Toilette. Ja, und dann ist es natürlich genial. Ja, das ist gut, ich habe nämlich das andere, ich habe alle ausprobiert, die haben nicht funktioniert. Ja. So, das ist auf Basis so irgendwelchen Bakterien. Ich sag mal nicht, was es ist, aber liebe Leute, schreibt mich an. Ich werde es euch verraten, denn ich habe es selber getestet, weil der Mann, mit dem ich das gemacht habe, den kenne ich sehr gut. Und der hat gesagt, es funktioniert, aber ich probiere es erstmal selber aus, ja, weil... Da ist es. Autarkie, das ist ja das große Thema, wenn man unterwegs ist. Und das hier ist ein quasi voll autarkes Auto. Mit dem kann ich in den Winterurlaub fahren und freistehen, wenn die Sonne mal nicht so scheint. Was denkst du, 3-4 Tage? Ja, genau. Also wir sagen normal ohne Probleme 3-4 Tage. Aber man kann es auch bei schönem Wetter ganz anders machen. Also wir haben diesen hier nochmal extensiv getestet, weil die neue Batterie drin ist. Ich stand 8 Tage auf dem Campingplatz, habe nicht eingesteckt, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte. Ich musste dazu
sagen, ich habe nicht klimatisiert während der Zeit und hatte extrem gutes Wetter. Und ich hatte nach den 8 Tagen hatte ich noch 40% Kapazität. Der Kühlschrank die ganze Zeit gelaufen, viel Anlage gehört, Fernseh geschaut, natürlich auch gekocht jeden zweiten Tag. Also das geht schon, das ist autark. Und ich komm mal rein, bitte. Meter, das Geile ist, ich habe ein lebendes Metermaß dabei, 1,93 Meter. Genau. So, ich habe gerade einen Kunden 2,07 Meter, geht nicht, oder? Also ich glaube, wir haben hier 2,03 Meter oder sowas, lichte Höhe. Aber da müsste ich ein bisschen lücken. Nee, ohne Witz, Funkamateur hat mich angeschrieben, ich bin 2,07 Meter. Mhm. Er wiegt auch noch 180 Kilo, kannst du dir vorstellen. Ja. Und er war, als er 2 Jahre alt war, schon 1 Meter groß. Das ist, ich sag mal, du würdest sagen, bis 2 Meter geht's, oder? Ja, genau. Also genau, wir haben viele, die so, also der Kollege von mir, der ist 1,98, 2 Meter, 2,02 Meter hat man auch schon jetzt einen Käufer. Genau, das geht, aber klar, alles Weitere wird dann schon auch wieder... Bitte mal drehen und setzen. Ich muss einen Schuss mal gerade machen. Auf dem Fahrersitz bitte. Den Dreh von außen, weil das ist natürlich bei Mercedes schon alles ein bisschen kompliziert. Mercedes empfiehlt ja auch von draußen, das zu machen. Daher, das würde ich lieber von draußen machen. Bitte, weil mach ich. So, und schau mal gerade mal zu. Und wie gefällt er dir? Gut. Ich habe aber noch nicht so viel gesehen. Ich habe auf euch gewartet. Das ist lieb von dir, ja. Sorry, dass wir draußen so lange gebraucht haben, aber Philipp heißt du, gell? Ja, genau. Der Philipp ist auch einer, der ist Informatiker. Das heißt, er kann gut mit Mathe, Elektrotechnik. Also, du hast schon eine Freundin? Ja. Ja, scheiße. Schon vergeben. Schon weg. Ja, wieso sagst du mir das jetzt? Das war ein Scherz. Nein, ich sag nur, das hast du ja selten, dass jemand... Es war ein Scherz, ich wollte das nur kurz erwähnen. Ja. Philipp, wenn du mal kurz reinkommst, ja, ich schieße euch mal gerade beide nebeneinander, dass wir das mal haben als Standbild. Ja, und wir machen die Tür mal zu. Philipp, wenn du kurz hinter dir die Tür mal schließt wegen dem Licht, wir haben so hartes Licht im Moment, dann kommt da eine schöne Einbautechnik. Soft Close hast du? Ja, genau, also diese Zuziehhilfe und dann jetzt war Automatikmodus, man hat gerade gehört, dass die Trittstufe auch eingefahren ist. So, ich kenne mich ja aus mit Sprinterausbauten. Normalerweise hast du keinen Durchgang, du hast keinen Platz, du hast nicht dies, nicht das, nicht jenes. Jetzt hast du hier super Hochdach, anders geht es auch gar nicht, weil der Allrad, glaube ich, baut nochmal auf, oder? Genau, der hat 10 zusätzliche Zentimeter, das heißt, sie haben auch eine Gesamthöhe mit Klimaanlage bei 3,25 Meter. Genau, aber dafür Durchgang und alles, wir haben so optimiert, wir haben den Kühlschrank nach hinten gesetzt, damit man hier vorne wirklich einen ganz schmalen Küchenblock hat mit dem Induktionskochfeld und damit haben wir hier natürlich auch den Platz hier optimiert, dass man trotz Sitzbank hier noch gut durchkommt. Wie ist die Breite vom Fahrzeug? Vom Originalfahrzeug sind es, glaube ich, 2,02 Meter ohne Spiegel. Dann kommt natürlich noch die Außenspiegel dazu. Ja, wirklich. Und ihr arbeitet ja jetzt eng zusammen mit Super-RB. Genau. Wie kam es dazu oder was hat es damit auf sich? Wir haben eine gute Batterie gesucht. Wir wollen das hier vermarkten als autarkes Fahrzeug und haben viele Batterien uns angeschaut. Und die Super-B-Batterie und auch die Technik, die drin steckt, das Batteriemanagementsystem, das passt einfach. Und die Zusammenarbeit ist sehr gut. Ist auch eine Firma, die klein ist, mit der man extrem gut auch technisch arbeiten kann, quält uns sowas. Cool. Ich darf dir mal kurz was zeigen, was wir so noch nie gesehen haben. Die Klima läuft voll gerade? Die läuft aber wahrscheinlich auf Umluft, schätze ich fast. Mach mal an bitte, weil sonst geht mir gleich die Kamera aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie geht das? Weil du hast alles ins M-Bug. Guck mal kurz her, bitte mal zuschauen. Genau, das ist der Übersichtsscreen. Hab jedes einzelne System, was wir verbauen, kann hier drüber gesteuert werden. Das heißt, ich könnte jetzt in Lichtmenü, kann jetzt jedes Licht, was wir hier drin haben, zum Beispiel, wenn ich in das Wohnmenü gehe und sage hier die Deckenspots, ich stehe jetzt irgendwo und ich will sie ein bisschen gemütlicher machen, dann reguliere ich sie drunter. Philipp, darf ich das sagen? Du bist ja ein Traum für Mercedes. Du hast endlich mal das gemacht, was sie eigentlich wollten, oder? Ja, genau. Alles geht mit M-Bug. Ja, genau. Wir sind auch die Ersten, die das in dieser Fülle machen. Ich meine, es gibt ja schon ein paar andere, die es machen, aber nicht in diesem Leistungsumfang. Du hast doch bisher immer gesehen, wir haben da drauf gefilmt, da waren 7, 8 verschiedene Instrumente von Herstellern und er macht alles über das hier bis auf den Wechselrichter. Genau. Ja. Ich meine, der hier fehlt noch den An- und Ausschalten, aber dann ist alles drin. Genau, Heizung, Klima. Ich meine, hier zeigt es mir auch nochmal einen Tankfüllstand an, wo ich gerade bin. Ich könnte jetzt hier in Klimatisierung reingehen. Man hört, sie ist auf Umluft. Ich könnte jetzt hier die Stufe verstellen, geht jetzt mal auf 4, hört man gleich, geht hoch. Okay, mach mal 1 und Klimatisierung. Also jetzt mache ich Automatikmodus, ich mache Kühlen, oder? Kühlen, ja, Kühlen ist cool. Und 20 Automatik. Grad. Nee, ruhig mal auf Stufe 1, das wegen dem Ton. Ja, wobei jetzt ist Auto... Achso, Stufe 1, sorry. Genau. Ja, ich habe ja die gleiche Klimaanlage, muss ich dazu sagen. Eben, super. Also das... beschreib doch mal bitte, was kann ich alles jetzt über das M-Werk steuern? Du hast eben Licht, hast du schon gezeigt? Genau, wir können kurz drüber gehen. Also jetzt war hier Lichtmenü, jetzt bin ich im Heizung-Klimamenü. Das heißt, ich kann die Heizung natürlich komplett regulieren. Einerseits Temperatur einstellen. Ich habe die Möglichkeit, eine Zeitsteuerung zu programmieren, dass es nur an bestimmten Zeiten anspringt. Die Warmwasser, so ungefähr 20 Minuten, bevor ich Warmwasser brauche, schalte ich hier 40, 60 Grad ein und habe hier noch mal die Möglichkeit, das ist ja eine Kombiheizung, nur mit Kraftstoff, mache ich auch mit elektrisch, wenn ich Landstrom habe. Da gibt es verschiedene Leistungsstufen mit 900 oder 1800 Watt. Ich darf mal fragen, ganzen Schnittstellen, hast du die selber geschrieben, oder? Nee, also das müssen wir in enger Zusammenarbeit mit Mercedes machen, das ist kompliziert. Also das ist nicht so, dass alles... Gab es die schon alles, oder wie?
da stecken 2 Jahre wirklich ganz intensive, auch Wochenendarbeit dran. Und das funktioniert? Das funktioniert richtig gut. Ja. Also wir sind absolut happy. Ihr kennt es ja, normalerweise hatten wir x verschiedene Panels und hier ist alles ein Panel-Fahrzeug. Einerseits klar, das große Soundsystem, was wir drin haben. Wir können über Wohnbereich umstellen auf Bluetooth und Fernseher, den wir hier drin haben. Und dann darüber das Radio steuern, muss gar nicht hier hin, oder wie? Radio alles da vorne, aber Radio verbraucht ja relativ viel von der Starterbatterie und wenn man das ausschaltet und nur den Wohnbereich macht, dann kann man alles drüber machen und ist also entkoppelt. Das heißt Wohnfahren. Genau. Okay. Geht das Radio aus an der Zeit. Wie hast du das gemacht? Ja, Mercedes hat so einen Zusatzcode, da kann man es bis zu 3 Stunden laufen lassen. Den haben wir natürlich auch und 3 Stunden lässt man es nicht laufen, weil normalerweise schaltet man das hier ein. Da hat man dann den Bluetooth-Empfänger und erreicht. Ja. Verstanden, so. Cool. Genau, also das war das Soundsystem. Kühlschrank kann ich hier natürlich steuern, der ist jetzt auch Performance-Modus, hat natürlich auch einen Silent-Modus, dass nachts der Kompressor nicht anspringt. Ganz wichtig bei einem Kühlschrank, aber auch einen Boost-Modus, dass er extrem schnell hoch geht. Ich muss sagen, das UI ist sehr schnell. Also es ist, oder? Ja, genau. Also, da ist ein ordentlicher Rechner dahinter und es funktioniert gut. Und vor allem ist es das Look and Feel, was wir vorne auch im Navigationssystem haben. Dann genau Trittstufe. Ich kann auch die ganzen mechanischen Systeme steuern. Ja, klar. Hast du auch mit dran? Ja, klar. Das heißt, die ist natürlich jetzt eingefahren, weil der Automatikmodus drin ist. Wenn ich jetzt auf Ausfahren gehe, hört man gleich. Krass, da ist wahrscheinlich das Aktor irgendwie drin. Genau, wir ansteuern über ein spezielles Protokoll, genau. Und natürlich auch die elektrische Markise. Hier haben wir jetzt, kann ich jetzt nicht vorzeigen, weil wir haben die Sicherung gezogen, weil gestern leider jemand die Markise ausgefahren hat und unsere Tür war ja 270 Grad offen, deshalb haben wir sie gestern gezogen. Aber könnten wir auch machen. Elektrische Markise auch komplett steuern und ja, funktioniert. Strom, Wasser, klar, die ganzen, wie Zusatzbatterie, ist ein Ladekabel gesteckt oder nicht. Der Charger, gibt es auch einen Silent-Modus für die Nacht, hat man vorhin ja auch schon. Solaranlage, wenn ich nicht am Landstrom hänge, zeigt es mir, was hier runterkommt. Auch genau in Watt und in Ampere. Frischwasser. Auch kinderleicht, ne? Also man muss da jetzt nicht so viel von Technik. Ehrlich, du siehst gerade etwas, das wirst du, ich behaupte, nirgendwo auf dem ganzen Caravan-Salon sehen. Das ist kein Witz. Wir haben durch Zufall eigentlich die Integration aller Teile bei Mercedes-Benz, stimmt das? Also hast du irgendein Auto gesehen, der das so gemacht hat wie du? Nee, gibt's auch heute nicht. Gibt's nicht. Wissen wir, genau. So, ja. Nein, es kommt noch viel besser. Er hat so viele Sachen verbaut und das alles auf dem 7,36 Meter. Das, was du hier siehst, gibt es nicht. Und es ist so unscheinbar, ne? Er sieht doch so unscheinbar aus. Er hat ja hier so einen Zahn und so. Wäre Surfer oder... Genau, also Grauwasser natürlich auch noch, haben sogar ein elektronisches Ablassventil, das heißt, ich kann hinfahren und ich kann das Ganze auch von vorne bedienen. Also die UI, die man hier sieht. Wie cool, das heißt, du kannst während der Fahrt ablassen? Echt nicht, gut. Sperre. Aber genau, alles, was ich hier mache, kann ich auch da machen. Das heißt, wenn ich hier jetzt was ändern würde ich sofort da sehen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal ins Einstellungsmenü stelle, sehe ich es auch vorne. Genau, und jetzt, das ist ja die beiden und jetzt kann ich ja noch mein Smartphone rausholen und das Ganze, was ich jetzt hier gemacht habe, jetzt verbindet er sich über Bluetooth, da sieht man es ja, er hat es gefunden, jetzt werden die ganzen Stati aktualisiert und das, was ich alles gerade gemacht habe, wie zum Beispiel, ich gehe ins Lichtmenü und sage, ich mache einfach mal, ich mache das Licht. Nein, er hat den Vorteil, also ich muss dazu sagen, ja, ich kenne mich ja ein bisschen aus, ja, und ich habe das System vor 2 oder 3 Jahren gesehen, haben das gerade eingeführt, ja, und da haben die alles beschrieben, das geht und es ging nichts, ja, weil es ging nur das Display und du hast das umgesetzt, sag mal, die App kommt von Mercedes? Oder? Genau, das ist wie die M-Bug, das ist eine Plattform, auch die App ist eine Plattform, die ist eigentlich bei jedem gleich und was die macht, die zieht sich die Konfiguration von dem Zentralrechner über Bluetooth. Das heißt, du verbindest einmal und deshalb dauert es immer ein bisschen, bis er aktualisiert und da kriegt er dann, wie wird die gesteuert, was gibt es überhaupt zu steuern und da sind dann auch die Protokolle automatisch drin. Wenn du das jetzt von quasi unterwegs bedienen willst, ist das dann per Fernsteuerung oder möglich? Das leider noch nicht, das ist für uns der nächste Schritt. Also wir würden natürlich gern, wenn ich irgendwo auf der Piste bin, dann jetzt die Heizung anstellen oder sowas. Du könntest ja jetzt einfach jetzt ein iPhone nehmen und das fernbedienen. Ja, das würde ja dann gehen. Weil das ist ja ein Bluetooth-Empfang. Also das geht nur... Nein, das iPhone hier drin lassen und dann die Oberfläche fernbedienen. I like it. Ja, klar, ja. Richtig gut, ja, cool. Also die läuft natürlich auch auf Android, oder? Genau, Android und iOS. Da wird mir schon gleich wieder was anderes einfallen. Da habe ich nämlich eine Emulation. Mal gucken. Ja, cool. Aber du bist ja für Dinge, die Leute auf der Piste auch wirklich bedienen können. Das Ganze muss so sein, dass man kein Informatiker sein muss, der irgendwelche, ich sag mal, Tunnel gräbt, damit er irgendwas fernbedienen muss. Nee, das funktioniert. Das ist es halt. Ja. Genau, das ist es halt. Und man sieht es hier total einfach. Ich muss mich nicht erst einarbeiten, sondern wenn ich vorne das Navigationssystem bedienen kann, dann kann ich es auch hier. Ist das M-Book schon 2-mal abgestürzt, ja, beim Radioempfang? Wie oft stürzt das? Ja.
Ehrlich gesagt ist es mir noch nicht abgestürzt. Noch nicht, aber vorne beim Radioempfang ist okay. mir abgestürzt. Und dann habe ich gelernt, was man machen muss. Man muss zwei Tasten gleichzeitig drücken und dann gibt es ein Reset. Ja. Echt? Okay, das ja, ist den so, kenne ich noch nicht, den Affengriff. Plus, ja, den Affengriff, den es gibt. Also du sagst, dass das funktioniert? Ja, absolut, ja. Sonst würde man das auch nicht in so einem Segment hier anbieten können. Ich meine, das funktioniert gut. Echt sein können, du sagst das jetzt so und dann sagst du, hey Techniker, ihr müsst gern, das... Nee, ich lasse euch auch gern, da könntest du auch gerne das Stress testen. Also das funktioniert Das ist gut. Wichtig. Es gibt Stresstester in der Automotive, die drücken immer viele Tasten gleichzeitig. Ja. Das sind echt arme Leute, ja. Die werden in Autos reingesetzt. Kein Witz, es gibt Leute, die drücken nur Tasten. Ja, die gucken, was könnte der User machen, gleichzeitig einen Blinker drücken, denn meistens hängt das ja auf so einem CAN-Bus drauf. Ja, das heißt, also ich glaube, nicht nur einer. Also wir haben da, glaube ich, drei CAN-Busse drauf, wir haben zwei CI-Busse drauf, wir haben einen LIN-Bus drauf und ganz viele analoge und digitale Eingänge. Ja. Okay, das heißt, man schläft gut nachts. Ja, definitiv. Also ich werde immer ganz verrückt, wenn Technik nicht funktioniert. Als Wichtigste aber ist... Aber hier funktioniert scheinbar. Das Wichtigste ist, dass du keine Ahnung haben musst. Weißt du? Das ist ja seine Idee. Ist, ja. Und deshalb auch das Thema, jetzt nochmal zurückzukommen zum Thema Satelliten-Internet. Wir haben ja hier auch einen Router verbaut und da ist es halt immer so ein Thema, man muss seine SIM-Karte reinstecken, dann muss man den Router irgendwie konfigurieren mit Passwort und Co. Hier hat man das Starlink-System, hat eine einfache App von Starlink und das ist auch sowas von Plug and Play und deshalb ist für mich auch wieder so ein Thema, einfach zu bedienen. Starlink, sag mal. Genau, also ist auch eine App, also es ist die Starlink-App, die man... Du weißt, was Starlink ist? Nee. Also ist von SpaceX, eine Tochterfirma SpaceX, die haben jetzt schon, glaube ich, 1200 Satelliten hochgeschossen, um Internetversorgung... Ah. Sag doch mal den Typ, der das gemacht hat. Elon Musk. Und was hat er noch gemacht? Tesla. Der Chef von Tesla hat das gebaut. Ja. Ich dachte, du willst jetzt sagen, ja. Das sind aber die Dinger. Nicht nur Elon Musk, ja, der hat nicht nur Tesla, sondern tausend andere Firmen. Nee, geiler Typ, also richtig. Dieser Typ ist ein Marketing-Genie. Er hat Satelliten so abgelassen, dass sie mindestens fünf oder acht Tage lang eine Perlenkette ziehen. Hast du gesehen? Habe ich noch nicht gesehen, aber habe ich gehört. Es muss der Hammer sein. Muss der Hammer sein, die da sind. Und das ist dieses Internet, gell? Genau, also genau. Das ist diese App, das ist eine Starlink-App. Die kann man sich ganz normal runterladen. Man pairt sie einmal und jetzt sieht er schon, die ist online. Die Satellitenschüssel habt ihr ja gesehen, die ist oben auf dem Dach. Das ist der Router dazu, der das Wi-Fi erzeugt und mit der Satellitenschüssel verbunden ist. Und hier könnte man jetzt dann relativ einfach sich verbinden und natürlich einfach mal den Geschwindigkeitstest machen. Das ist ja das Coole. Der geht im Moment noch mit dem Kabel durchs Fenster. Genau, also natürlich, das ist jetzt Messeaufbau, weil es kurz vor Messe fertig worden ist. Und das ist dieses Kabel, was wir vorhin besprochen haben. Das müssen wir, da brauchen wir eine Trennstelle. Und hier sprechen wir gerade mit SpaceX, dass wir Trennstelle oben im Dach kriegen. Gut, du könntest aber auch ein Loch machen in der Größe des Routers, den Router durchführen und das Loch abdichten und wieder... Nee. Nicht beim Alpha-Van. Nee, das muss perfekt integriert sein. Ich habe verstanden. Das heißt, die haben nicht damit gerechnet, dass jemand das Kabel trennt. Ich glaube, die wollten jetzt erstmal den Markt testen, wie groß ist der Markt und das wird kommen. Genau, und jetzt habe ich die App und jetzt gehen wir einfach mal einen Geschwindigkeitstest und ich glaube, das ist das Geniale. Wenn man jetzt gleich mal schaut, ich würde gleich in Erweitert gehen, damit man, ich glaube, den muss ich zuerst machen. Es gibt noch so einen erweiterten Modus. Wir stehen hier auf einer Messe. Ich habe mal kurz 160, 150 Mbit. Das ist Download. Ja, Download und Upload sieht man jetzt hier. Das bin ich jetzt bei... Ja, um die 10 geht runter, aber das ist egal wo. Und das ist also das heißt, 100. Das bringt mir extrem schnell ins Internet. Ja, also ja, weltweit. Zu Hause. Ja, genau, weltweit. Und das jetzt machen wir mal den erweiterten Test, der ist nämlich auch ganz cool. Nicht? Wenn man jetzt hier auf die rechte Seite, das ist von Router ins Internet über das Starlink-System. Mhm. Und jetzt fängt er an, im Prinzip was rauszuschicken. Man sieht die Kurve. Das ist genial, oder? Und wir hatten da schon, der Kollege von ihm, der Stefan, der hat es jetzt im Urlaub mit in Kroatien, der hat mir teilweise Bilder geschickt, wo hier 350 dran stand, wo ich gedacht habe, Also das heißt, wenn der Sven hier ein Video hochladen würde, wird funktionieren? Nee, hochladen ist nicht so schnell. Aber ist nicht so schnell, genau. Können wir gleich auch nochmal schauen, wo wir da rauskommen. Ich schätze, da kommen wir wahrscheinlich bei 30, 40 an. Immer noch super, wenn du irgendwo stehst. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du mitten in der Pampa irgendwo stehst, ist ja eigentlich gar keine Chance. Eigentlich fast unmöglich, genau. Es geht nicht während der Fahrt. Genau, also SpaceX oder Starlink, die haben uns auch explizit nochmal angeschrieben vor der Messe, zu sagen, es ist nicht intended for use while driving. Geht's denn in der Fahrt? Es wird wahrscheinlich gehen, aber schlechter sein, weil die Basis ist ja, man hat direkte Sichtkommunikation zum Satellit. Ja. Ist auch so, klar, wenn ich jetzt ganz an der Hauswand stehen würde, hätte ich ein Problem. Und auch wenn ich im Wald stehen würde, weil dann würde ich schon... Jetzt ganz wichtig, du hast natürlich noch einen 4G-Router drin, du hast dein Handy noch mit dabei, also ohne Internet wirst du nicht sein, irgendwie kannst du es machen. Wir müssen, damit es nicht zu sehr kommt, was zahlst du dafür im Monat? 100 Euro im Monat. Ist nicht gesenkt worden? Ja genau, es war 125, jetzt zahlen wir 100, aber auch nur in dem Monat, wo ich es nutze. Also deshalb ist es ja eigentlich auch so cool für Reisemobile, die zahlen halt dann nur, wenn sie es nutzen. Also wenn sie halt drei Monate unterwegs sind, dann zahlen sie nur die drei Monate. Das ist so geil an dem Musk, der sagt einfach scheißegal, wir machen keine Langzeitverträge. Genau. Wenn du es haben willst, mach's, ansonsten lass es sein. Das ist cool. Und wie zahlt man da per Karte, Kreditkarte? Oder? Oh, ich glaube, ich habe eine Kreditkarte hinterlegt. PayPal oder egal. Ich glaube, ich habe eine Kreditkarte hinterlegt. Ja. Okay, cool, aber das hat jetzt eigentlich nicht unbedingt mit dem Camper was zu tun, sondern ich könnte die App auch so einfach haben. Genau. Okay. Aber ist natürlich für uns perfekt, weil wir erzählen die Geschichte, wir sind in
energetisch autark. Ja, ja. Und jetzt sind wir übers Internet sowas von autark. Da ist alle, jede Routerlösung mit SIM-Karte ist da. Und da zahlt man auch für SIM-Karte und Bandbreiten und sowas. Ja. So, jetzt was ganz Schönes. Da drunter, das hast du noch gar nicht gesehen, da ist ein komplettes Bett für 2 oder 2,5 Personen. Da drunter ist noch ein Bett, ja. So. Unglaublich, ja. Das habe ich gefilmt, kannst du dir dann anschauen. Da oben ist ein Bett für 2 Personen. Die Bettmaße? 2 Meter Länge, 1,60 Breite oben, 1,70 Breite unten. Unglaublich. Also das ist wirklich großes Kino. Du hast Längsbetten im Sprinter. Genau. Sag mal, hat jemand schon mal diesen Frevel erlaubt und dir folgende Frage gestellt? Kann ich eine Hubstützanlage haben? Wenn wir ehrlich sind, wir hätten hier gerne auch noch eine eingebaut, das hat zeitlich nicht mehr gereicht. Geht aber. Geht natürlich. Also wir sagen ehrlich gesagt auch in so einem Fahrzeug, in das Segment, Hubstütze passt perfekt dazu. Okay. Haben auch schon in einem anderen Fahrzeug haben wir eine verbaut, auch über App steuerbar natürlich. Und wieso? Wieso braucht man das? Also klar, man merkt es jetzt schon ein bisschen, der Kollege ist hinten drin und macht gerade irgendwas mit der Matratze. Man hört es shaken. Ja. Das heißt, und das ist schon auch nochmal ein Komfortlevel, der steht dann fest wie ein Haus. Und gerade. Ja. Und automatische Nivellierung. Und das ist natürlich dann auch cool. Verstanden. Das heißt, du stehst irgendwie schräg und das geht bis zu einem gewissen Maße, bist du automatisch gerade. Ja. Ja. Das, damit der Spiegelei auch nicht aus der Pfanne geht. So. Wir tauschen mal. Das ist, dann mache ich mal eins, ich setze mich mal kurz hier hin, dass ich den Raum mal komplett reinkriege. Philipp, du setz dich mal bitte auf den Sitz. Den Sitz kann man auseinander machen? Ja, genau. Erster Prototyp, den wir jetzt auch hier zeigen. Wir hatten bisher immer eine normale Sitztruhe, also Zusammensitze. Und das ist jetzt erster Prototyp, da ja noch hier noch kein Verkleidungselement dabei. Ich ziehe, kriege ihn so ungefähr 10 cm rüber. Genau, und dann ist er noch ein bisschen komfortabler. So, das heißt also, wenn die böse Schwester mit dem Bruder zusammen ist, dann kann die Mama neben dem Sohn dann da sitzen. So, wenn du mal gerade daneben gehst, bitte, Simone, oder du einfach mal durchhörst. Genau. Geht das, Philipp? Ja, sicher geht es. Ich meine, ich weiß ja, was vorher war, wo wir noch keine Einzelsitze hatten. Ja, sowas von geht es. So, da kann man einen Spieleabend machen, oder? Ja, genau. Den vierten auch noch hinzu und dann ist man hier relativ happy. Ja. So, ist ziemlich cool. Wir sind echt in einem coolen Raumkonzept, denn du hast eins gemacht, du hast das normale Raumkonzept gelassen, weil viele Camper wollen ja die Küche genau an der Stelle, macht's auch Sinn. Mhm. Ja, gut, der Kühlschrank könnte natürlich hier an der Ecke sein, aber das geht nicht, wenn du einen großen Kühlschrank haben willst. Das genau, so. Dann hat man halt wieder, dann verschenkt man sich hier wieder Tiefe, dann hätte man diese zusätzlichen 7 cm und zwar wichtig, dass man hier einfach Freiraum hat, dass man hier, dass der Durchgang groß genug ist. So, du baust seit 2 Jahren, war das immer so, das Konzept, oder habt ihr gelernt? Wir haben gelernt. Also der Stefan macht das schon seit 10 Jahren, hat ganz viele verschiedene Konzepte gemacht und vor 3 Jahren auf dem Caravansalon hat er das beim Föhringer als Konzeptfahrzeug aufgestellt und da war ich noch mit Mercedes-Benz und ich habe mich sofort in das Fahrzeug verliebt und dann haben wir zusammen entschieden, hey komm, lass uns da was draus machen. Aber wie kamst du von IT zu Camperausbau? Ja gut, also ich war vorher bei Mercedes-Benz und war im Sprinter. Das war auch in meiner Verantwortung da vor 2 Jahren. Genau, und so habe ich das Ganze. Genau, und hatte zuletzt mit den ganzen Großen zu tun, daher kenne ich die alle relativ gut und weiß, was man aus dem Sprinter machen kann. Mhm. Wann du geboren bist, in welchem Jahr? 78. 78, du bist 10 Jahre jünger als ich, ja. Du machst es gut, ja. Das Thema Erfahrung ist ja ganz wichtig. Also wenn du die jungen Leute siehst, die brennen ja. Ich meine, die haben es echt drauf. Ja. Aber das Thema Usability, das kannst du erst lernen, wenn du älter bist. Oder bist du Camper? Also ich bin ja absoluter Camper. Genau, ich war vor 4 Jahren, habe ich mal eine kurze Ausbildung gegangen. Ich bin ein Camper in Neuseeland gefahren. Ja, absolut. Also ich weiß, wo es ankommt. Und wir nutzen natürlich die hier auch ausgiebig, weil wir selber testen müssen, das, was man anbietet. Was ich cool finde, dass du groß bist. Du kannst große Leute verstehen. Und die kleinen Leute haben einfach Kopffreiheit. Ja, genau. Für dich ist ein schönes Raumkonzept. Genau. Ja. Ja, müssen wir zahlen. Ja, wir sind durch Zufall auf dich gekommen. Du bist großer Partner von Super B. Wir haben Super B gedreht. Und das gezeigt, die Farben, die Farbwahl ist gigantisch. Du hast das Grau gewählt, da kann der Kunde frei wählen? Nee, wir haben 2 Dekorvarianten. Das ist jetzt das Holzgrau. Wir haben noch eine 2. Variante, das ist Weißgrau. Da ist alle Fronten so mattenweiß. Also ja, wir müssen uns fokussieren und logistisch ist einfach ein Thema. Ganz kurz, ich halte mal gerade rein. Das ist das gleiche Material, was wir draußen gesehen haben. Ja, genau. Das ist der komplette Möbelsatz ist aus diesem Fondertech, aus diesem Sandwich-Bauweise. Und man merkt es ja, wenn ihr nachher mal die Badezimmertür aufmacht, wie leicht die geht. Und klar, Softclose natürlich mit Pushlocks entsprechend, muss einfach dazu passen. Weißt du, was ganz krank ist? Ja, ich habe den Prototypen, den ersten Prototypen gefilmt vom, wie heißt der große, mit VW der große? Der Grand California. Der Grand California. Habe ich mit dem Entwickler das gleiche Video quasi gemacht wie mit dir, der für Volkswagen das entwickelt hat. Ja. Hast du den ersten Prototypen gesehen? Nee, ja, glaube ich nicht. Da muss man ein Video gucken, ja. Und der sieht aus wie ein Flugzeug innen, komplett, mit allen Nummern dran. Ich bin verbunden, sorry. Das ist gar kein Problem. Und dann habe ich das gezeigt und das, was hinten raus, also war total geil. Beamer, vor 4 Jahren war das, ja. Beamer eingebaut, komplett, alles komplett vernetzt mit allen drunter. Das, was am Schluss bei rauskam, ja,
war so fürchterlich, dass ich gesagt habe, warum habt ihr das nicht entwickelt, was ihr gemacht habt? Ja, aber du, ganz ehrlich, kann es sein, dass es demnächst mal in der Preisliste von Mercedes-Benz das Auto gibt? Ja. Wird gut dazu passen, gell? Ja, genau. Nee, aber deshalb, wir arbeiten mit denen sehr gut zusammen, weil die einfach sehen, was wir hier aus dem Sprinter machen. Das ist eben PKW, es ist eine S-Klasse. Und daher sagen die natürlich auch, obwohl wir eigentlich echt ein total kleine Klitsche sind, in Anführungszeichen, wir machen einige Sachen richtig. Das sind meistens die besten, haben wir schon festgestellt, genau. Oder? Aber Erstausrüsterqualität ist doch so wichtig, dass die Leute, die das bei Mercedes sehen, sagen, das passt zu Mercedes-Benz. Ich meine, S-Klasse ist ja nicht umsonst so geil, weil genau. Alles funktioniert, alles passt. Ja. Die Leute sind da drin, nichts knarzt und so weiter. Was haben die gesagt bei Mercedes, als er am Stand war mit dem Alpha Van? Genial. Ich meine, das war ja letztes Jahr standen wir ja mit einem bei Mercedes auf dem Stand. Die haben uns ja sogar in erste Reihe gestellt, weil es einfach, wenn man den da sieht, es ist speziell. Ja. Aber was mich interessieren würde, warum kriegt das keiner so hin? Was ist die Schwierigkeit daran, dass man wirklich nur ein Bedienpanel hat? Weil die Komplexität natürlich, das sind alles unterschiedliche Hersteller. Alle sprechen in Anführungszeichen eine andere Sprache, werden anders angebunden. Und das einfach mal alles unter einen Hut zu bekommen, das ist extrem viel Arbeit. Und diese Arbeit, da muss man halt dann auch entsprechend, ja genau, man muss es verstehen, man muss IT-technisch es auch entsprechend umsetzen können in den Programmiersprachen für Embedded. Genau, man muss es einfach machen können. Und deshalb, es ist extrem viel Arbeit. Und bei uns ist es wirklich so, der Stefan ist ja eigentlich unser Hauptentwickler, mein Kollege. Und was wir da schon an Wochenenden und Nächten zusammengesessen sind, das muss man halt erstmal investieren. Also kann man eigentlich sagen, die anderen, die geben vorher auf und sagen, ja mein Gott, dann haben wir halt zwei, drei. Das Zweite muss ich auch dazu sagen, die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz. Also klar, ich komme von Mercedes-Benz, ich kenne viele Leute und das hilft einfach, weil man muss sehr viel in Co-Creation machen, dass jeder verschiedene Rollen hat. Also genau. Cool. Sehr schön. Komm, bleib mal da sitzen. Ich mache erstmal einen Schuss hier rein. Die Küche klein, aber fein. Und das ist natürlich einem Umstand geschuldet, dass ihr auch noch durchkommen musst irgendwie. Das ist ja oft das Problem. Du brauchst einen ordentlichen Durchgang. Mhm. Nicht zu groß, nicht zu klein. Jetzt ist der Sitz ausgefahren. Das ist üppig. Also weil die Leute kennen den Mercedes-Benz, er hat sexy Formen, muss man sagen, von außen. Er ist kein Kastenwagen, aber das ist auch halt, ne? Er verjüngt halt und zwar ohne Ende und zwar noch nicht mal auf beiden Seiten gleich, glaube ich. Es ist schon, also gerade auch die Möbeladaption und die Teileadaption geht nur in 3D im PC und Magst du mal ins Bad gehen? Denn dann kann ich noch eine Sache zeigen, wenn du mal gerade den Sitz nochmal einfährst. Genau, also normalerweise kommt jetzt hier noch ein Panel dazu, das fehlt jetzt noch ein Prototyp. Da ist drin. Aber es ist ein Prototyp, gerade das fertig geworden. Der platzt runter, da ist die Heizung. Da ist die Heizung, genau, brauchen wir weiter. Weil da der Auslass war. Und dann hast du Licht hier drin, das kann man dimmen? Genau, jedes Licht ist dimmbar, was so, wir drin haben. Wir schauen ganz kurz in die Schränke, komm mal hoch bitte, Philipp. Ja, dass wir da mal reinhauen. Genau, also klar, auch alles Pushlocks und was ich vorhin auch gesagt habe, also einerseits sehr leichtes Material und auch hier alles gummiert. Das heißt, da, wenn der nichts fährt, klappert. Da klappert null. Ja, das ist sehr cool. Genau. Wie sind die Teile verbunden? Teilweise verschraubt, teilweise verklebt, teilweise mit Nuten. Also es gibt ja auch ein Handbuch von Mercedes-Benz, wo man was festmachen darf. Hast du das gelesen? Müssen wir. Wir sind offizieller Partner. Das ist die sogenannte Aufbauherstellerrichtlinie. Müssen wir, genau. Okay. Deshalb vielleicht auch, sage ich immer wieder, sind zum Beispiel bei uns keine Bullenfänger vorne dran, Bullbars und sowas. Das sind alles so Themen, wie interagieren sowas mit einem Assistenzsystem und sowas. Daher, wir lassen uns alles freigeben und das ist uns wichtig. Das steht drin, das darf man nicht machen. Also es ist so, dann funktioniert es nicht eingeschränkt, nee, oder? Man muss abschalten. Wir müssen nachweisen, dass die Motorkühlung gleich ist und das Assistenzsystem gleich reagiert. Und das muss man erstmal nachweisen mit so einem Bullenfänger. Also du sagst, du kannst zu jedem Mercedes-Benz-Partner auf der Welt fahren, genau. Der kann das Ding servitieren, der kommt an dieselben Sachen nochmal ran. Nee, viel wichtiger ist es, wenn mal irgendein Schaden ist, ein Motorschaden, und ich habe nichts vorne verbaut, was da ein Problem sein könnte, dann ist da auch die Garantie drauf. Mhm. Für alles andere ist halt immer so die Thema, dann könnte der Mercedes sagen, ja, ihr habt da was verbaut und deswegen ist der Motor kaputt gegangen. Wie lang ist die Garantie von Mercedes eigentlich? Standardmäßig glaube ich 2 Jahre und ich glaube nach den 2 Jahren kann man es immer um 1 Jahr verlängern. Immer? Wie lange? Ewig? Ich glaube ewig. Das ist halt dann ein jährlicher Betrag, den man zahlt. Ich habe jetzt einen Hilux 10 Jahre, hat Toyota. Wenn man die Sachen macht. Die trauen ihm viel zu. Ich finde mein Hilux so geil, weil das ist so ein richtiges Nutzfahrzeug, was du irgendwie durch und dann funktioniert. Ja, cool. Aber der, ich sag mal so, der Sprinter ist schon krass, oder? Sag mal, das ist ein Auto, das weltweit die Leute anfixt. Mhm. Was ist so schwer, so einen Van zu bauen, einen guten Van? Gut, ich meine, das ist ja wie viel die Sprinter-Generation ist. Das sind sechste Generation, glaube ich. Es kann ja sein, dass die sechste so mal so richtig verhauen wird, ja. Ja, aber ich glaube, da haben sie einiges richtig gemacht. Ja. Und klar, und das Gute, wo ich echt total froh bin, komme aus dem Laden, wie gesagt, dass die auch designtechnisch so viel auch Gutes gemacht haben. Also die Schnauze vom Sprinter, auch die Komponenten aus dem PKW übernommen, das Navigationssystem, das ist ja 1:1 das, was es auch in den kleinen Fahrzeugen A, B, C-Klasse gibt. Das Hey Mercedes, also hier die Sprachbedienung,
auch sowas. Das sind alles so Themen, die kommen aus dem Technik. Das ist einfach genial. Jetzt muss ich sie wahrscheinlich nur gleich wieder ausstellen. Ich hatte gerade verstanden, dass ich hier sprechen wollte. Kein Problem. So, da mal aufmachen. Genau, einfach Klappe, was wir hier einfach so, das Zeug ist, unsere Rucksäcke drin. Passt. Ne, alles gut. Ist ja Messebetrieb. Muss man mal schauen. Silvi hast du auch drin. Ist das wirklich so gut? Ja, für uns ist es perfekt, weil du hast ja gesehen, Sandwich-Bauweise. Unser Kunde kann nicht einfach sagen, er schraubt jetzt hier mal einen Haken rein. Ja. Deshalb auch hier überall die Silvi-Pads, magnetische Pads, die man rückstandslos. Ich hasse den Typ so sehr. Ja. Egal, wo du hingehst, ist Silvi. Ja. Und auch schon bei YouTube, jedes Werbevideo von dem, ich gehe, glaube ich, mal hin. Ich habe ihn gesehen letztes Mal, fährt mittlerweile ein dickes Auto von dem Geld, was er verdient hat. Aber die Sachen sind echt gut, oder? Also für uns perfekt, weil, wie gesagt, wir müssen uns auch Lösungen bieten und die können bei uns nicht schrauben. Und über sowas, die kann man ja rückstandslos entfernen, ist für uns richtig gut. Daher für uns ist es perfekt. Auch toll für Badezimmer. Und, ja. Hinter dir, was ist da? Hier genau, sieht man uns auch schon. Hier, man ist im Küchenblock. Wir machen jetzt hier meistens halt so von Kaffee. Ach, was geil ist, er kann einfach reingucken. Hast du gesehen? Von der Höhe her. Genau. Du kannst mal auch da mal runtergucken, wenn du gerade mal aufmachst. Schau mal rein. Genau. Ist alles drin? Ist alles drin. Unser Festbrot ist auch schon drin, genau. Genau. Ist das schwer als großer Mensch eigentlich? Ich meine, das ist ein großes Auto, hast für dich gebaut, große Menschen, aber in der Praxis merkst du das, dass viele Sachen eigentlich verändert werden müssen? Nö. Oder bist du noch zu klein? Ich glaube, da bin ich noch zu klein. Also mein Bruder, da ist es schon was anderes, der hat nochmal 9 cm drauf. Ach, der ist 2 Meter? Ja. Nee, über 2 Meter. Über 2 Meter, genau. Schuhgröße, was hast du? Ich habe 47. Geht ja noch, oder? Ja, das geht noch. Genau, da sieht man so, das geht alles. So bis 47 und in der Größe da gibt es noch Schuhe. Das ja, genau. Noch. Das passt so, alles. Denn wir sind im Sprinter und dieser blöde Vortrag, den ich gerade gehalten habe über große Menschen, da werden jetzt alle applaudieren, alle Großen zumindest, werden sagen, endlich mal einer, der nachdenkt. Mhm. Schubladen, wenn du mal gerade aufmachst, wenn die zu lang wären, kommst du ja gar nicht mehr ran. Ist das zweckmäßig, die Größe hier fürs Besteck? Aus meiner Sicht ja. Also es ist ja natürlich klar, es ist ein Standard-Besteckeinsatz. Und die Größen auch von den Schubladen, da kriegt man alles drunter. Wir haben jetzt hier einen Mülleimer drin, wir haben ja unsere Nespresso-Maschine ist hier mal mit drin. Also man kriegt hier wirklich massiv. Ich meine, wir können uns mal die da unten, natürlich auch Softclose, gell? Auch ganz wichtig für Kunden. Entschuldigung, da kriegt man wirklich. Also da, oh, krass hier, guck mal. Ja, da kriegt man viel rein. Also wenn der voll ausgestattet ist, genau, dann ist da schon ordentlich. Unterm Kühlschrank ist ja auch nochmal so eine große. Wir machen es dann meistens so. Hier das ganze Besteck, Schüsseln, Töpfe, Pfannen, darunter dann die ganzen Vorräte von Nudeln und Co. Zeig mal rein. Genau, also ist natürlich jetzt hier die Leiter, die in der. Nee, passt aber nur ein kleines bisschen. Also das geht auch. Kühlschrank, der ist mir immer zu klein. 90 Liter haben wir mit einem Eisfach von Dometic, Kompressor-Kühlschrank. Genau. Oh, Hanuta, oh, wie geil. Ja, und vor allem. Nee, ich kann nicht. Ja, Allgäuer Bier, das ist das Wichtigste für die Messeabende. Meckerzer, ja. Ich war jetzt vor kurzem in Neu-Ravensburg. Letzte Woche. Ja, genau, das ist ja gleich um die Ecke. Als nächstes Mal kommst du mal. Ich komme. Ja, ich muss ja wissen, dass es euch gibt. Ja, so. Ja, genau, von beiden Seiten. Da sind wir gerade so ein bisschen, genau, man muss mit. Ein bisschen, weil da schon viele dran waren. Ist ein Thema. Nee, stopp, du musst unten reindrücken. Guck mal gerade, da unten ist nicht zu. Ach so. Ja, jetzt müssen wir. So, und jetzt könnte es gehen. Einfach ziehen. Ja, eigentlich nicht, ja, weil. Da wissen wir, das ist ein Thema. Das ist ein Thema. So. Vitrifrigo baut auch gute Kühlschränke. Habt ihr die mal gehabt? Nee, noch nicht. Wir haben bisher wirklich nur Dometic. Und ja, ist eigentlich von der Technik sind wir da echt sehr zufrieden. Aber muss ich mir anschauen. Also hat man bisher noch nicht. Bootsbau. Okay. So, haben wir alles gesehen? So, Badezimmer. Genau, dann wollen wir vielleicht nochmal irgendwie wechseln oder wie wollen wir es machen? Ja, gerne. Dann gehe ich mal hier. Die Simone, die will bestimmt mal das Bad testen. Ich guck mal gerade. Denn, vielleicht mal kurz zu dir. Du bist Model. Ich habe dich gecastet von über 200 Bewerbern. Und Aufgabe ist schon viel zu tun hier auf der Messe. Allein das Blockieren der Fahrzeuge. Erklär mal, was du da gerne mal machst. Das klingt zwar jetzt blöd, aber irgendeiner muss dafür sorgen, dass die Autos leer bleiben, oder? Ja, ich muss immer die Leute dumm anmachen und sagen, stopp, hier dürft ihr nicht rein, wir filmen gerade. Wir filmen gerade. Ja. Das war am Anfang echt schwer, weil die Leute ja, ich sag mal, vor 2-3 Jahren haben die gesagt, die rennen die Bude ein und so. Aber es ist so wichtig. Ich denke, Social Media ist ein Thema, oder? Ganz. Also das merken wir auch. Wir machen, das ist ja auch so unsere zweite Messe. Den Rest machen wir eigentlich über Insta, Facebook. Genau, hatten jetzt ein Fotoshooting. Eigentlich nicht für Prospekte, sondern einfach damit wir Material haben für Instagram. Hast du jemals ein Video von mir gesehen? Vorgestern hat mir jemand was gesagt. Ich glaube, der Julian, dass du vielleicht irgendwann zu dem kommst. Okay, aber du hast noch kein Video gesehen. Ganz ehrlich, ich bin für Marketing zuständig, aber klar, wenn man so eine Firma hochzieht. Ja, ich schau nur, weil das Video, ich guck mal auf die Uhr, wir haben jetzt 58 Minuten. Und wenn du jemand das Auto richtig zeigen willst, ja, und auch erklären willst, weil es geht ja auch um die Leute, die dahinter stecken, nicht nur ums Auto, ja, dann brauchst du pro Kunde eigentlich schon ein Beratungsgespräch von 1-2 Stunden immer. Und so kann man es eigentlich mal multiplizieren, cool. Finde ja, ich wichtig. Richtig oder? Gut, ja, voll das ist cool. So der, weil die Leute immer sagen,
sondern deine Videos sind so lang. Aber es gibt ja auch viel zu sehen. Ja, das hier ist ein ganzes Haus. Ja, wir haben ja vor zwei Jahren einen Designpreis gewonnen und da musste ich für die Jury... Ihr habt einen Designpreis gewonnen? Ein Red Dot und ein IF. Ja, ist ein Red Dot und ein IF? Best of the Best, genau. Ja, haben wir für das Design gewonnen. Best of the Best? Mhm, genau, vor zwei Jahren. Also für das Innendesign? Genau. Fürs Gesamt. Für das. Und ich musste für die Jury ein Video machen, wo ich einfach mal erkläre, was ist speziell über ein Alpha-Van. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, wir hatten gestern, das war total witzig, sind zwei aus Barcelona gekommen. Ah, you are Philipp, I've seen your video auf YouTube. Das ist so witzig, wenn man sowas hat. Es kommen teilweise Kunden bei mir an, die mich kennen. Ich so, ja, cool, witzig. Ja. Aber was, was die meisten Leute auf der Welt jetzt gerne hätten, dass wir das Video auf Englisch drehen, aber wir sind ja German Television und wir können es einfach viel besser ausdrücken auf Deutsch. Ja. Wir machen Untertitel drunter, das verspreche ich. Also einer wirklich, das ist meines Erachtens die Speerspitze des Ausbaus. Bitte liebe anderen Ausbau, die ganzen Hallen sind voll. Seht den Philipp, glaube ich, als jemand, der tausende von Stunden, also statt irgendwie zu zocken, hat er gesagt, komm, ich entwickle mal hier das M-Bug mal richtig. Du hast gemerkt, ich bin einer, der überhaupt weiß, was M-Bug ist. Ja, genau, aber echt, wissen nicht viele, ist echt so, ja, cool. So, komm, wir machen mal auf und dann gehen wir mal kurz rein, dass wir das mal sehen. Die Tür, die kann man komplett öffnen oder ist hier Schluss? Genau, nee, ist hier. Also klar war natürlich auch die Idee, dass wenn man vorne nicht verhangen hat, dass man sich hier umziehen kann mit dem Außer... Also keiner kann reingucken. Ja, genau, das heißt, ich muss nicht zumachen vorne. Genau, und deshalb geht die Tür in die Richtung auf. Genau, und ansonsten, ich meine, du hast es gerade eben schon aufgehört, du siehst nochmal das Gewicht, das ist ja immer so ein Thema. Weil mach mal bitte, einfach mal so. Gar nichts. Das liegt weg. Also, und deshalb ist halt, genau, durch sowas spart. Die muss ja auch nichts können, das ist ja nur ein Sichtschutz. Genau, ja. Die muss wasserdicht sein und die muss zugehen. So, dann geh mal rein bitte. Dann können wir das mal schreiben. Unten ist das ein Standardformteil? Genau, ist ein Standardformteil, was wir haben. Genau. So. Und natürlich, klar, auch hier sieht man relativ großzügig eigentlich. Ich meine, da können auch in unserer Größe können wir machen. Also das funktioniert. Und ganz wichtig, wasserdicht. Man sieht, die Rückwand, die geht von ganz unten bis ganz über den Kopf gebogen aus die... So, ich habe eine große Bitte. Du bist ein großer Mann. Kannst du die Simone mal ganz kurz bedrängen? Ihr geht mal gerade beide rein. Denn es soll ja Paare geben, die zusammen duschen. Mhm. Oder Kinder und Papa und so. Das ist eine Dusche in einem Sprinter. Genau, wenn du dich mal gerade hinsetzt, Philipp, mach mal. Das ist spannend. So, und das Coole dabei ist, und bitte nochmal aufstehen. Du bist 2 Meter und... Nee, ich bin 1,92. 1,92. Ja. Und das ist der Hammer, das geht wirklich. Es geht, funktioniert. Mit einem super Hochdach, genau. Ich zeig mal, es ist eng, aber zusammen duschen würde ich jetzt nicht. So, Philipp, komm nochmal raus, das wollte ich mal zeigen. Also ich wollte nur mal zeigen, das funktioniert, also bis fast 2 Meter. Jetzt mit Schuhen, fast 2 Meter, oder? Genau, eigentlich schon. Genau, ist so. Und? Design? Schlicht. Schlicht und praktisch. Genau. Also hier mit dem ausziehbaren Waschbecken. Ja gut, nimmt halt den Platz nicht weg. Gut, ne? Er hat dafür einen Designpreis bekommen. Das bedeutet, es geht nicht darum, da jetzt irgendwie Gold anzubringen, sondern es muss zuverlässig funktionieren und sinnvoll sein. Ja. Das Waschbecken nochmal rausholen, bitte. Ist da was drin, Wasser? Nee. Ob Wasser drin ist? Ja. Doch, klar. Mach mal an. Genau. Wasserpumpe müsste eigentlich auch an sein. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Und das ist der Duschhahn, gell? Ja, genau. Kann man ausziehen. Wir haben jetzt keine Adaption. Weil das der Kunde entscheidet. Kann der Kunde, genau. Wenn er will, dann kriegt er einen, wenn nicht. Und haben auch nur oben ein Staufach. Klar, viele Kunden fragen, ist das so okay oder nicht? Aber wir sagen, wir wollen ein cleanes Bad. Wir wollen nicht mehr. Ja. Sag mal, Philipp, da kann es ja reinregnen. Nee, kann nicht, oder? Wo? Nee. Warum ist Schaffer das so hoch? Das ist so hoch, da normalerweise nicht, genau. Okay, da vorne die Lüftung ist wichtig, genau. Der Kamineffekt. Genau, und natürlich haben wir für die Toilette, die Kassettentoilette, haben wir unten ein Sogsystem, also Vakuum nach unten raus, die Gerüche. Das funktioniert ganz gut. Sehr schön, so. Dann, Philipp, wie kommst du da hoch? Also klar, über die Leiter hier. Mach mal. Kann gerade mal hochgehen. Was mich mal interessieren wird, wie kommt man überhaupt an das andere Bett? Kommt man vom Innenraum hier überhaupt rein? Die Tür unter der Leiter, die kann man ja aufmachen. Aha. Das zeigen wir gleich mal, dass da ist. So, Philipp, ist ja vollkommen krank. Du bist 1,92. Du schläfst wie? Am Rücken? Nee. Sowohl als auch. Ich drehe mich oft. So, Simone, geh mal, warte mal, komm mal raus, mal die Tür zu hoch. Ich meine, wir sind immer noch im Sprinter, muss man sagen. Genau. So, da vorne ist ein Fach. Ich darf das auch mal? Ja, klar, natürlich. Das war reinkommen. Ein Kleiderschrank. Ich würde sagen, eigentlich, klar, Klamotten gehen eigentlich hier unter mich, weil wir haben die Taschen vorhin noch angeschaut. Ja, aber trotzdem, T-Shirts und so, wenn du die irgendwie haben willst. So, ich komme mal hin, warte mal, ich gehe mal durch und dann darf die Simone auch mal hoch. Denn ich will einmal zeigen, 1,92 Meter plus 1,66. Also Standard-Gardemaß, deutsches... Mädel, du bist auch aus Bayern, gell? Oder bist du aus Baden-Württemberg? Aus Bayern. Aus Bayern. Und du? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Das ist aber noch an hart Grenze. An der Grenze, ist ja, das, gell? Ja, das also ist meine da. Frau ist schon Bayern. Die ist einen Kilometer entfernt hinter der Grenze. Das ist toll, ja. So wie ist das? Also, wenn du mal kurz mal beschreibst oben, was ist so ein Feeling, wenn du das mal anfasst, Simone? Ist es weich? Weich nicht, aber stoffartig. Also Stoff ist es nicht, oder?
Der Sound, wie ist der? Ist er trocken gerade? Dumpf. Dumpf. Okay. Ja. Was ist das für ein Material, Philipp? Das ist wie so eine Art Filz, aber mit Stoff bezogen. Also deshalb, wir sind auch gerade dabei, wir überlegen uns, den Stoffbezug runterzumachen, dann nur eine Filzoptik zu haben, weil das mittlerweile ja auch echt sehr cool aussieht. Momentan haben wir es mit Stoff bezogen. Ich find's so geil, ganz ehrlich. Filz oder das? Nee, das hier. Okay. Das ist viel besser. Also Filz haben alle. Das ist so, das hier, das sieht so ein bisschen aus, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wie so ein Zugabteil ist das hier so ein bisschen. Das baut sehr stark auf oder geht das? Nee, das sind also hier drunter kommen im Prinzip unsere Verstärkungsträger. Wir haben ja einiges auf dem Dach, da kommen so PU-Träger drunter. Das sind so, ich würde sagen, 7 Zentimeter, die es aufbaut. Die verlieren wir natürlich vom Superhochdach, aber dafür ist da natürlich auch nochmal super isoliert. Wir isolieren natürlich auch das Dach komplett. Wir haben diese Verstärkungsträger für die ganzen Dachaufbauten, klar auch die Anbindungspunkte für die Markise und sowas, daher das funktioniert gut. Hast du auch ein Feeling, kopffrei? Hast du Angst? Klaustrophobie mittlerweile? Oder? Nö. Ja, und vor allem, du liegst ja noch nicht mal am Fenster. Ich meine, wenn du auch hier das Fenster dann über dir hast, dann ist es ja. Also, Sven, du hast mich schon durch sämtliche Tunnel gejagt. Also, wenn ich Klaustrophobie hätte. Was du meinst, das ist Abenteuer Allrad. Ja. Durch den Cut 4x4 haben wir sie durch den Notausgang gejagt. Ja, das ist so der. Die Matratze, was ist da drin? Nee, Grosana-Matratze. Okay. Und drunter? Froli. Genau. Okay. Ja. Komm, die Leute wissen ja nicht, was Froli ist. Warte, ich zeig's mal gerade. Genau. Dann haben wir das. Einmal Froli abgefrühstückt, das Ding. So, dann hinten drin hast du Ablagen? Nee, genau, also hier, wir haben ja überall Ablagen und überall in allen Ablagen ist ja 230 Volt USB-Ladegeräte. Also hier ist USB, hier ist 230 Volt. Dann hier klar auch Lautsprecher. Wir haben ja jene Anlage, dass wir auch hier hinten Beschallung haben. Mhm. Haben jetzt erstmal hier nur Blaupunkt-Lautsprecher, aber überlegen uns, ob wir mit jener hier nochmal ein bisschen was mehr machen, auch hier hinten drin. Dann klar die Lichtschalter für hier vorne und dann nochmal separate Leseleuchten, LED-Leuchten. So, in der Praxis, wenn ich unterwegs bin, ja, gucke ich kein Fernsehen. Also ich habe auf der ganzen Messe, du kommst gar nicht mehr dazu. Fernseher wäre kein Problem, wenn einer einen haben will. Ja, da ist einer. Hinter dem Bollern. Och, scheiße. Der kann jetzt geschwenkt werden, so geil anmoderiert. Ja, das war wohl nichts. Also letztendlich Rollladen drunter, der kann in beide Richtungen geschwenkt werden. Entweder relativ weit nach vorne, Alpha Tronix, genau. Okay. Smart TV hier natürlich, weil wir keinen Sattschüssel drauf haben, können wir Netflix, deren über. Ja. Genau. Okay. Boah, ist ja langweilig mit dir, Philipp. Aber jetzt komm. Das war alles gedacht. Tankvolumen? Frischwasser? Ja. 90 Liter. 90 Liter. Grauwasser 80 Liter. Genau. Okay, passt. Diesel, also, Tank der große 300. Mittlerweile komme ich sogar mit 90 Liter hin. Also ich hatte im Cabo 110 und kam von 350. Witzigerweise, wir legen gerade eine zweite Version auf, wo wir unten die Heckgarage nochmal optimieren wollen für einen ganz bekannten Motorradfahrer. Ja. Der will da zwei Motorräder reinbringen. Da müssen wir natürlich die Heckschränke wegmachen und da wird man eine Version Unterflur Frischwassertank mit 110 Litern haben. Mit 110 Litern. Sehr schön. So, komm mal raus. Ja. Dann zeigen wir nochmal die Tür, damit die Simone endlich mal weiß, was hinter der Tür ist. Ja, ich bin schon die ganze Zeit gespannt. Mensch. Liebe Leute, die Firma heißt Alpha Van. Und das ist wahrscheinlich dem Alter des Philipp geschuldet, der malträtiert wurde, als er klein war mit Alpha, nee, wie hieß die Band? Da war was, ja. Da war was, Alpha, genau. Alpha Will war es. Ja, genau, und da hat er gesagt, ich will das nie wieder hören. Und deswegen. Die Matratze ist natürlich, die hat er. Guck mal. Du. Genau, und so kommt man zu. Also wir machen ja die Dings immer hoch und so kann man jetzt hier rein. Man kann die Matratze hier wieder aufbauen, kommt dann die Technik gut hin. Genau. Das ist die Matratze und das wäre hier dann im Prinzip die komplette Liegefläche. So, Simone, geh mal raus, dann gehen kann man weiter raus. Ja, hier, Philipp und so. Kann man gucken. Was natürlich auch so ist, wenn wir jemanden. Warte, man hört dich noch nicht. Ah, okay, cool. Jetzt. Klar, wenn natürlich auch so, wir haben einige Mountainbiker, da gibt es halt auch den einen anderen, der stellt hier sein Fahrrad rein, dann kann er sich abends noch hier reinsetzen, kann am Mountainbike noch schrauben, weil er kann sich auch hier auch relativ gut hinsetzen. Ach, geil. Funktioniert relativ gut, ja. So, wir haben die Heckgarage schon gezeigt, aber die ist ja üppig, oder? Ich meine, wir sind im Kastenwagen. Ja. Du hast mich gestern gefragt, was ist ein Kastenwagen? Ja, und jetzt weiß ich's. Was ist es? Das hier. Nee, eigentlich ein. Ja, was eigentlich für einen Zweck gebraucht wird, nicht unbedingt fürs Campen oder. Nein, ich hab's erklärt, wie es kommt vom Hersteller. Also es gibt ja die teilintegrierten, vollintegrierten Kastenwagen. Ja. Und der Kastenwagen kommt außen. Fix und fertig. Ach so, ja. Und, dann Wasser, und der wird dann ausgebaut. Ja, das, so der. Das sage ich auch immer wieder. Für mich der große Vorteil vom Kastenwagen ist, alle Assistenzsysteme, alle Komfortsysteme sind so entwickelt worden, wie der hier ist mit der Außenhülle. Und deshalb lieben wir auch den Kastenwagen. Ja, was vielleicht ganz wichtig ist, als Argument, das würde der Philipp gerade nochmal sagen, die Crash-Sicherheit, also wenn irgendwas passiert, ja, ist überhaupt kein Vergleich zu den, ich sag mal, teilintegrierten oder vollintegrierten. Oft sieht man Unfälle auf der Autobahn, ganz schlimm, LKW-Auffahrunfälle und so, vollkommen eine
Zerstörung. Da ist die Frage, wird man hier überleben, weiß man nicht. Aber du hast hier ein Fahrzeug, was von vorne bis hinten quasi von Mercedes-Benz getestet wurde, gecrashed wurde, wahrscheinlich überrollt wurde, von Bergen runtergerollt wurde. Ja, also es ist unglaublich, was Mercedes da macht. Deshalb ist auch so ein Thema, wir hatten jetzt ein paar Kunden, die mich gefragt haben, oben im Bettbereich, warum sind da die kleinen Fenster? Klar, die kleinen Fenster sind deshalb da, weil sie in die Spiegel reinpassen. Das heißt, ich zerschneide nicht die Struktur des Fahrzeugs, weil genau die Struktur des Fahrzeugs ja das genau ist, was wir auch verkaufen als Sicherheit. Und genau. Philipp, ganz ehrlich, ich habe jetzt 1700 Videos gemacht im Bereich Kastenwagen. Ich habe noch nie sowas gesehen, zumindest mal auf Sprinterbasis, ganz ehrlich. Das hat seinen Preis. Wo geht's denn los, wenn einer sagt, baust du nur genau den 736er? Ja, genau. Wir haben nur das eine Modell, weil klar, die Möbelteile kommen aus dem Werkzeug raus. Sarah haben wir investiert, um einfach gleichbleibende Qualität generieren zu können. Und auch wenn du fragst, wo geht's los? Ich meine, wir bestellen immer voll ausgestattete Sprinter, das heißt der Heckangetriebene. Der kostet schon 100. Genau. Und der Heckangetriebene in einer gewichtsoptimierten Ausstattung, weil wir da schon auf die 3,5 Tonnen schauen müssen, der liegt schon bei 205 wahrscheinlich. Der hier, wie er hier steht, ist er bei 221. Und das ist unsere Preisdifferenz. Das Einzige, was noch dazu käme, wäre das Hubschützensystem. Und das ist so die Fahnenstange, die wir so anbieten. So, komm, wir gehen mal raus. Denn eine Sache, auf die muss ich aufmerksam machen. Ich habe den 7 Meter gefahren, super Hochdach. Okay. Von Kabe, kein schlechtes Auto. Aber du bist an der Tankstelle der Star, denn das sieht jetzt so klein aus, ja, der ist so winzig, aber fahr mal damit tanken und beobachte mal die Leute, wenn du damit vorfährst, die sehen, das ist ein Sprinter. Du weißt, wovon ich rede. Ja, genau. Also es ist witzigerweise, es gibt ja die einen, die sagen, hier, der fällt ja überhaupt, das ist kein Wohnmobil, der hat da wahrscheinlich Pakete hinten drin. Wir hatten jetzt auch einen Kunde, der von uns, das hat das Auto abgeholt, ist nach Griechenland gefahren. Er hat gesagt, das Beste für ihn war, er konnte sich in jedes Industriegebiet reinstellen, überall an Straße, hat niemand blöd geguckt, weil es könnte auch ein Postfahrzeug sein. Also natürlich ein schickes Postfahrzeug. Aber der ist jetzt recht schlicht. Die Farbe ist wie? Wie heißt sie? Das ist Selenit Grau Metallic. Wir haben ihn natürlich auch in normalen Silber. Das ist dann Iridium Metallic. Wir haben ihn auch nochmal einen Tick dunkler. Das ist Tenorit Grau Metallic. Und letztes Jahr auf dem Messestand hatten wir ein Nicht-Metallic. Das sieht auch ganz cool aus. Eher so ein bisschen offroadiger. Das ist so ein Blaugrau. Du bist so ein Fan von immer Original und so weiter. Steinschlag-Schutzfolie. Hast du da schon mal Anfragen gehabt? Ja, hatte ich. Haben wir auch bisher noch nicht gemacht. Also was wir natürlich beim Allrad immer machen, sind die nicht lackierten Anbauteile von Mercedes-Benz. Die halten besser. Ja, genau. Da, weil da mal was passiert ist, das tut mal dann austauschen. Das ist bei Lackierten schon was anderes. Aber wir könnten es anbieten. Das heißt, wir haben einen, der gut foliert. Haben wir bisher noch nicht. Ja, ich weiß, das muss auch passen. Die halten nicht ewig. Die müssen runter nach einer Zeit, weil die irgendwie nicht mehr funktionieren. Das ist so eine Schutzfolie, die Futzschulie, die sich... Ja, hört mal zu. Ja, wir haben 1 Stunde und 11. Es ist... Aber du brauchst wirklich, wir haben jetzt wie viele Videos verbollert für das eine Auto? Normalerweise machen wir, ich glaube, 6. 15? Nee, 15 nicht, aber 6 oder 7. Ja, das, Philipp, das war es mir wert. Cool, vielen Dank. Halle 14. Ich habe gedacht, nee, ich bin hier vorbeigefahren gestern Abend. Da habt ihr so ein kleines bisschen Party gemacht. Ich habe gedacht, ey, das sind irgendwelche Idioten, die irgendwie, und da stand jener dran, die hier irgendwas machen. Aber nein, du hast das Soundsystem vorgeführt. Du könntest erstmal den Platz beschallen. Du bist kein Idiot. Du machst das so gut. Cool. Also, danke. Und ich behaupte mal, liebe Leute von Mercedes-Benz, wenn irgendjemand das Prädikat Erstausrüsterqualität verdient hat und auch weiß, was es ist, dann ist es der Philipp. Denn es sieht so aus, als wäre es von Mercedes-Benz. Vielen, vielen Dank. Freut einen sehr. Und du, Fazit? Ja, ist toll. Ein tolles Auto auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, ist, ihr habt gesagt, ihr macht es nur in einem Modell eigentlich. Gibt es dann Leute, die sagen, ja, wenn das und das jetzt so wäre, würde ich es vielleicht nehmen, aber das hätte ich eigentlich gern anders, bla bla bla. Oder sagen so, nee, ist geil, nehme ich so. Nee, also klar gibt es die. Es gibt die, die einfach sagen, die 736 sind ihnen zu lang. Ja. Genau, aber wir sagen, das ist dafür, kriegt er ein Qualitätsversprechen von uns mit einem Service, einen lebenslangen, den er woanders nicht kriegt. Und dann nimmt er oft den einfach. So, vielleicht noch zwei nette, ist es von dir das MyVelo? Nee, ist es nicht. Okay, so, übrigens ganz tolle Fahrräder, aber viel wichtiger war, vielen Dank nochmal an Super B für, ich wäre nicht zu dir gekommen, ganz ehrlich, wenn ich die Chefs von Super B gesagt habe, hier, guckt euch das mal an, was in dem Auto geht. Cool. Hier ist es Nomia 12 Volt 340. Und das ist eine Wahnsinnsbatterie auf der Größe und du sagst, die beste, eine der besten am Markt. Genau, also wir haben uns alles angeschaut, das Batteriemanagementsystem, die Energiedichte, die in dem kleinen Kasten drin ist, bei 33 Kilo, 340 Amperestunden, genial. So, das ist dein
Prospekt, wer hat dir erlaubt, die original Mercedes-Benz-Schrift zu verwenden? Das ist ja nicht ganz original. Ah, du Schlauer, ja, das hast du gut gemacht. Ist da alles drin? Man kann das bestellen bei dir oder ist es online? Genau, ist natürlich alles online. Wir wollten einfach jetzt hier was mal jemand mit in die... Das ist genau das Fotoshooting, was wir eigentlich für Alphavan gemacht hatten, für Instagram. Und da haben wir jetzt eine neue Broschüre gemacht. Genau. Sag mal, die Leute fragen doch immer, ob das vielleicht bei dir jetzt ein Model ist oder so. Oder ist das so, dass das die fragen, du bist wirklich du bist der Chef, oder? Ja, genau, aber eigentlich Ehre wie Ehre gebührt. Das ist hier, das ist der Wizard und der Gott der Engineering. Das ist der Stefan. Also du bist der Steve Jobs oder. Ja, ich mache Digitalisierung und er ist der Gott für dieses Fahrzeug. Also Scheiße, du bist ja auch so groß. Das liegt an Wangen wahrscheinlich. Ich zeig das mal gerade, ja. Ich muss mich mal an dem dran stellen. Ja, genau, wenn du dich mal gerade in die Mitte stellst. Nein, ich habe eine Bitte, wenn ihr mal kurz mitkommt, kommt mal mit, ich brauche ein Startfoto und das da mal gerade wegmacht. Das ist so gut. Die Tür einmal öffnen bitte, dann haben wir das auch. Und euch mal gerade hier hinstellt, hier neben die Simone. Mach mal Startfoto. So, und genau, dürfen wir ruhig machen. Warte mal, ich muss mal irgendwie gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ihr müsst einen Schritt vorkommen. Stopp, so super, warte. Ich kann ja Stammbilder machen, ja. Der wahrscheinlich beste Mercedes-Sprinter aller Zeiten, der steht auf, wie heißt der Laden hier? Die Freigelände 1311. Nein, hier entsprechende Messe, der Name. Ach so, Caravan Salon Düsseldorf. Düsseldorf. So, und jetzt einmal bitte in die Kamera schauen und sagen, abonniert bitte German Television. Abonniert bitte German Television. Warum? Top notch. Danke, ciao. Ciao.